Bingo Battle, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Wird geil! Schönen guten Abend und herzlich willkommen nochmal an alle, die nicht seit der Pre-Show dabei sind, aber alle, die jetzt live zugeschaltet haben oder auch später gucken zum großen Bingo Battle The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Sarah, Esther, wir drei haben uns schon hier ausführlich unterhalten darüber in der Pre-Show, was wir heute machen werden, wer alles dran ist. Aber natürlich, wir wollen die Leute da abholen. Erstmal aber dann nochmal guten Tag, Sarah. Wie geht's dir? Gut, ich freue mich richtig doll. Ich habe in der Vorbereitung von den Aufgaben mir auch noch mal das Breath of the Wild Bingo Battle angeguckt und das war sehr lustig und spätestens da war mir klar, dass das eine fantastische Entscheidung war, dass Esther heute hier ist. Mhm. Ich freue mich sehr doll darüber, sie als Expertin von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom heute hier zu haben. Ich freue mich auch sehr. Und mit dem Mausfinger über dem heiligen Bingo-Feld. Ja, also ich sag's nur noch mal, wenn hier irgendwas falsch markiert wurde, dann war es wahrscheinlich meine Schuld. Aber ich gebe mir Mühe, wir haben eine tolle Strichliste hier und wir werden alles sehen, hoffe ich. Ja, du hast dir deine Beförderung redlich verdient. Jetzt hier musst du nicht mehr dann selber spielen, sondern darfst anderen dann mal spielen zugucken und dann drüber mit uns richten. Wir werden gleich nochmal für euch in der Kurzfassung die Bingo-Felder vorstellen und wie das hier alles funktioniert. Wir wollen aber einmal kurz zu den Kandidaten rüberschalten. Ja. Denn, tja, da sind sie. Wir haben Matthias, wir haben Jannis. In der Pre-Show waren wir kurz bei euch schon gewesen. Hat sich was verändert bei euch? Matthias, die Nerven sind komplett blank. Komplett blank. Ich habe keine Ahnung. Blackout. Total. Nein. Wir stürzen uns da gleich schön in Hyrule rein. Und wir haben, glaube ich, beide eine ungefähre Ahnung, wo wir hinlaufen. Aber ja, mal schauen. Mal schauen, was das wird. Jannis, wie ist es bei dir? Die Anspannung ist groß, ne? Ja, jetzt geht's aber auch wirklich gleich endlich mal los. Ja, aber Bock ist da auf jeden Fall. Also ich bin gespannt, was Matthias das erstes Feld ist, weil das wird, glaube ich, viel entscheiden darüber, wie die Road wirklich stattfindet. Man hat jetzt so ein paar Ideen, wo man hingehen könnte, aber ich sag mal, es gibt so ein paar schwierige Dinge. Ja, dann atmet doch noch mal ein kleines bisschen durch vor dem offiziellen Startschuss. Und wir wollen gleich noch mal ein bisschen über den Ablauf und die Regeln dann hier kurz quatschen. Sarah, du hast das Bingo-Feld zusammengestellt. Mhm. Grundsätzlich, wie das Battle-Bingo hier funktioniert, die beiden Kontrahenten werden am gleichen Punkt in Tears of the Kingdom dann starten. Und wir haben hier verschiedene Aufgaben, die sie erledigen können. Genau. Wir spielen heute ein Lockout-Bingo, heißt das Ganze. Das heißt, sie müssen natürlich ein Bingo schaffen, also entweder von oben nach unten der Reihe oder von links nach rechts oder eine Diagonale sogar. Wenn sie das schaffen, haben sie gewonnen. Aber wenn einer eine Aufgabe erledigt hat, kann der andere sie nicht mehr erledigen. Das heißt, die ist dann gesperrt. Und so müssen sie halt gucken, aufeinander reagieren, können sich ein bisschen gegenseitig so in die Dings, ich habe immer noch das Sprichwort noch nicht, das ich aus der Pre-Show mitnehmen wollte. Sie können sich gegenseitig in die Parade fahren. Oder so? Ja. Ja, auf jeden Fall gucken wir, wer als erstes ein Bingo schafft. Sollten sie es nicht mehr hinkriegen, ein Bingo schaffen zu können, dann gucken wir, wer als erstes 13 Aufgaben hat. Das ist nämlich mehr als die Hälfte. Sollten sie das in der Zeit nicht schaffen, dann gucken wir, wir haben so einen digitalen Gong um 23 Uhr circa, wo wir sagen, hier ist dann quasi die Show von uns beendet. Wir gucken, wie viele Aufgaben die beiden geschafft haben und derjenige, der mehr Aufgaben geschafft hat in der Zeit, der gewinnt dann. Oder wenn da noch ein Gleichstand steht, dann gucken wir, wer die nächste Aufgabe geschafft hat. Dann gibt es quasi so eine kleine Nachspielzeit. Ja, und das sind die Aufgaben, die 25, die sie jetzt vor sich liegen haben. Ja, wir werden jetzt am Anfang noch nicht alles nochmal für euch durchsprechen, sondern wir werden mehr als genug Gelegenheit haben, das gleich während des Wettbewerbs zu machen. Eine kleine Ergänzung, wir werden zwischendurch nochmal einen kleinen Break dann haben, also dass wir jetzt nicht durchgehend bis 23 Uhr sind. Nee. Da könnt ihr auch, wie wir als auch die Kandidaten, ein kleines bisschen durchatmen. Also so in Richtung Mitte wird das sein. Und ja, ich würde sagen, dann bevor es dann offiziell losgeht, lasst uns nochmal einen kleinen Break machen. Wir sind nach einem Spot gleich wieder für euch da. Isotonisch, vitaminhaltig, mit 0,0% Alkohol. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer. Musik.
So, und ich hoffe, das hat gereicht für euch als Erfrischungspause und kurz mal zum Durchatmen. Übrigens für alle Live-Zuschauer, wir haben euch natürlich auch im Chat hier im Blick. Wir drei werden natürlich, so gut es geht, aufpassen, dann um zu sehen, dass die Bingos dann auch erfüllt werden oder wie weit sie sind. Wir haben unsere eigenen Strichlisten hier. Wenn ihr zusätzlich noch was seht, vielleicht was uns dann trotz unseren Adleraugen hier entgangen ist, gerne supporten, ergänzen oder kurz mal darauf hinweisen. Ja, dann werden wir mal sehen, wie die Kandidaten damit und wir vor allem dann damit zurechtkommen. Dann, also, Kandidaten, seid ihr bereit? Oh, ich bin... Are you ready? Are you ready? Let's get ready to... Noch nicht ganz. Dann Hände neben die Controller. Ich kenne keinen anderen Spruch. Und hier kommt der Countdown. Gleich geht's los. Die Grafik. Oder ich kann den auch selber machen. Sonst. Oder wir zählen einfach ein. Es geht los in 5, 4, 3, 2, 1. Und da fliegen sie auch schon von der Startinsel, von der vergessenen Himmelsinsel, runter nach Hyrule. Das war nämlich der Startpunkt, den wir uns gewählt haben. Genau, nach dem Tutorial, genau, weil ansonsten so viele Optionen gibt es da nicht. Du kannst zwar ein bisschen was machen, aber die sollen ja die Open World dann haben, ne? Ganz genau. Deswegen habe ich da auch dreimal hingespielt. Und die vergessene Himmelsinsel ist aber jetzt für die beiden auch tabu, das wissen sie auch. Sie hören uns auch jetzt übrigens nicht mehr, falls ihr euch das gefragt habt. Weil da oben natürlich ich schon manche Dinge machen musste. Man kann das auch nicht zu 100% gleich machen. Ich habe dann da oben einfach Items weggeworfen, sodass sie beide genau gleich viele haben. Sie sind beide mit 4 Herzen gestartet, mit demselben Inventar, mit denselben Waffen. Die haben beide dieses Flammenwerferschild, was ihr gerade schon seht. Und sind auch beide eine ähnliche Richtung unterwegs, würde ich sagen. Ja, es sind ein paar wirklich verschiedene Aufgaben. Sammelaufgaben, Rätsel erlösen oder was gar ein paar Schreine machen und so weiter. Aber Esther, du wolltest sagen, die beiden gehen schon in Richtung Hyrule-Schloss und der kleinen Siedlung dann davor. Zum Posten, ja, genau. Ich denke auch. Aber ist auch smart, weil schön, da bekommt man ja dann mit dem Verlauf der Hauptquest den Gleiter, glaube ich. Also wäre vielleicht nicht verkehrt, weil ich glaube, die müssen viel reisen heute. Ja, und du musst, genau, der Gleiter kommt ja, du musst ja auch den ersten Turm sowieso schon mal aktivieren. Plus, wir haben ja auch noch das Fotomodul-Bingo-Feld. Genau. Den Quest kannst du dort ja auch quasi anfangen, womit du dann auf den Fotoquest kommst, um überhaupt das Modul zu haben. Das stimmt. Das ist richtig. Ja. Und auch Richtung Zora lohnt sich noch mehr zu gehen, wenn man diese Hauptquest vorangetrieben hat, weil ich mir nicht ganz sicher bin, wenn die durch die Hauptquest schaltet man ja frei, dass man in die 4 Regionen gehen soll und die untersuchen soll. Und das schaltet einem dann natürlich auch die Zora-Region noch mal mehr frei. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es auch ohne das ginge, aber das sehen wir dann. Siehst du den Unterschied hier? Gerade einen kleinen Zwischenstopp in der Höhle schon. Ja, er will eine von den, wie hießen die noch mal? Die Majoi-Signen da haben. Ich glaube, wir haben hier schon einen von den Kleinen gesehen, der reingelaufen sind. Deswegen befindet sich in der Höhle ganz hinten. Oh, ist das schon? Noch nicht der Game Over. Aber er hat sich auch direkt ein paar Leuchtsamen mit. Ja, und die sind schon mal super schwierig zu zählen. Ja, da müssen wir leider warten, bis er selber, glaube ich, mal ins Inventar geht. Okay, aber das sind 5 gewesen, oder? Aber er hat davor schon mal welche eingesammelt. Ja, es 6 sind jetzt Stück, so 12 oder so. Ich glaube auch. Aber, also wir haben es im Blick, Matthias. Sammelt. Ich schreibe mal circa 12. Stark. So wird das laufen, Leute, Abend. Ja. Jan ist auch weiter auf dem Weg Richtung Posten. Da sieht man auch schon den Turm. Da ist der Speerposten im Hintergrund. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung es gehen soll. Ja. Sie sammeln aber... Matthias sammelt die erste Signie. Okay, eine Signie. Aber die Riesenleuchtsamen, zählen die? Nein. Die zählen nicht, okay. Ich glaube, da, um die zu finalisieren, würden wir sowieso, die müssen uns ihr Inventory dann am Ende zeigen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber er hat jetzt ein Majoi-Signum. Ja. Also 3 hat er insgesamt. Ja, was ihr noch nicht wisst, weil wir es noch nicht gesehen haben, aber sie haben durch das Tutorial schon jeweils 2 von diesen Signien im Inventar und da steht 8 im Inventar haben als Aufgabe, das heißt, sie müssen noch 6 insgesamt sammeln. Gönn mir erst das Segel, weil... Okay, und Jan ist auch selber. Ja. Er ist schon im Posten angekommen und jetzt wird erstmal der Segelquest gemacht. Und wir haben ein Raid von Florentin gekriegt, wenn ich es richtig sehe. Ganz liebe Grüße, Florentin, und vielen Dank. Und hallo, liebe Raider.
Mhm. Oh, man kann die Katze, kann er sie nicht überspringen? Es kann sein, dass das vielleicht eine der nicht skippbaren ist. Oh, okay. Spannend. Er ist auf jeden Fall schon bei Pura. Ja. Na, ich glaube, wenn man die skippen könnte, dann würde er es tun. Ich glaube auch. Aber man kann eigentlich doch da. Doch, 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 ich wollte gerade sagen, ja. Er war so begeistert, wieder mal diese Katze nach langer Zeit zu sehen. Okay. Na, schöner Rückblick noch. So, aber Matthias ist jetzt auch im Spähposten angekommen. Ja, man, X und dann Plus. Nee, da noch nicht. Ich denke mal, er holt sich jetzt auch den Gleiter oder versucht es direkt in die Wege zu leiten. Deswegen. In die Wege zu gleiten. Oh, sehr gut. Sehr schön. Sag ich aber, Matthias als Speedrun-Erfahrener, der wird jede Cutscene sofort abbrechen, noch bevor sie angefangen hat. Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, den stört das schon, dass das Spiel auf Deutsch eingestellt ist und nicht auf Japanisch. Das kann auch sein. Ich habe gerade drüber nachgedacht, natürlich so ein bisschen Speedrun-Hintergedanke hast du ja, weil du auch ja möglichst schnell durch das Spiel kommen willst. Gerade bei den Zeldas häufig wegen der Textgeschwindigkeit spielst du auf Japanisch, weil die Textboxen kleiner sind. Das ist jetzt bei dem Spiel so ein bisschen irrelevanter. Ich meine, bei Speedruns wird teilweise sogar ausgewürfelt, welche Sprache und welche Sprachausgabe sozusagen im Hintergrund nochmal ist. Ja, aber dadurch, dass sie ja beide dieselbe haben, macht es ja keinen Unterschied. Ja. Also wir sehen hinten schon mal einen Schrein. Bei dem Erledigen der Schreine könnte man sich ein bisschen was sparen. Es gibt ja auch welche, wo du einfach einsammelst, weil dann der Quest quasi davor lag, bis du da hinkommst. Ja. Ne? Also man spart das auch was. Aber wir kommen gleich zu... nimmt direkt den Burg damit. Ja. Wie hieß der nochmal? Der hatte immer diesen komischen Namen. Burg da. Birg da. Birg da. Birg da. Da. Ja. Wie das Regal von Ikea oder so. Mal gucken, was er sich da zusammenbaut. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Ich auch nicht. Aber es hat... Oh, doch. Nee. Ja? Ja. Doch. Nee, ja, hat funktioniert. Ja. Also, Janis hat da schon mal einen. Ja, da hat jeder natürlich seine eigene Methode, mit welchen Bauteilen du das möglichst stabil machst. Das ist natürlich auch immer abhängig, wie sieht der Boden aus, wie lange muss es stehen bleiben. Ja. Das stimmt. Matthias, jetzt relativ, wir sind noch sehr ähnlich. Das werden wir heute Abend wahrscheinlich nicht mehr oft sehen, dass sie wirklich fast an derselben Stelle sind, weil die in so unterschiedliche Richtungen rennen können. Dass Matthias jetzt auch mal gucken, ob er, na, er läuft eher nach rechts und lässt Birg da vielleicht liegen, da links. Ja, hat er ihn gesehen? Ja, er hat ihn vielleicht nicht im Blickfeld gehabt, ne? Kannst du nicht automatisch wissen. Wir hatten ihn im Blick. Also ich habe ihn gesehen auf seinem Display. Aber manchmal sieht man auch Sachen nicht, auch wenn sie im Bild sind, wenn man so fokussiert ist. Das Auge auf dem Schrein, aber nicht auf dem Birg da. Nee, da rechts hat es halt auch geglitzert. Was lag da an Prinzessin Enzian oder sowas? So, ich habe leider nicht mehr im Kopf, wie die Schreine da verteilt waren. Ich kann mir vorstellen, dass es noch ein bisschen mehr Tutorial-iger ist am Anfang. Ja. Meine auch. Kampftechniken, ja. Wobei, das kannst du relativ fix haben. Ja. Du musst ihn ja nur ein paar Mal ausführen. Während Janis schon mal Schloss Hyrule reingeht, damit der Story-Quest weitergeführt wird. Genau. Und schon sind sie unterschiedlich unterwegs. Mhm. Ja. Oh, ja, gut. Die Schrift kann man natürlich nicht vorantreiben. Aber auch am Ende dieses Schreins wird sich eine Truhe befinden. Und wir haben ja auch noch die Aufgabe mit den 20 Truhen, die wir auf jeden Fall abstreichen müssen. Oh, das zählt auch als Truhe, ja? Ja. Wo haben wir denn die Truhen? Ja, also da, zweite Seite. Ja. Da. Aber wenn so beim Fallen, gab es irgendwie bei Brassbox zumindest so, die müssten eine gewisse Anzahl Frames im Bild zu sehen sein, damit sie auch liegen bleiben. Ah. Ist Matthias jetzt wieder rausgelaufen? Er hat den Schrein nicht gemacht, oder? Nee. Er hat sich ein Schild von da geholt, oder gab's, hat er den? Nee, ein Schild, den Flammschild hatten sie schon. Wirklich? Ja. Ach, den hatte er auch vom Tutorial. Genau. Okay. Gar nicht drauf geachtet. Nö, dann ist er wieder raus. So, ich dachte, hat sich vielleicht gedacht, das rentiert sich nicht. Spannend. Nee, jetzt ist er natürlich auch auf demselben Weg wie Janis, aber halt ein bisschen weiter hinten. Ich weiß auch nicht, die beiden haben auch gerade noch gequatscht. Vielleicht will er sich auch erstmal wieder auch den Gleiter holen. Aber eigentlich hätte er den Schrein auch noch schnell mitnehmen können. Ja. Truhe. Spannende Entscheidung. Der war schon zu weit drin, um eigentlich jetzt noch abzubrechen. Also
Da haben wir vielleicht etwas, etwas verpasst, den guten Grund. So, das kann man auch nicht abbrechen, Janis. Wahrscheinlich nicht. Nee. Sieht nicht so aus. Ach, come on, ernsthaft? Ja, komm, ist gut. Da merkt man, dass Janis vielleicht nochmal den Anfang gespielt hat, weil der direkt wusste, wo er hin muss. Ja. Was Matthias noch recht häufig passiert ist, dass er seine Stamina ausreizt komplett. Also das Idealste ist ja, wir sehen es jetzt bei Matthias gerade, wenn du läufst, dass deine Stamina nicht komplett runtergeht, weil sie dann nochmal ein bisschen mehr zum Regenerieren braucht. Wenn du also aber nicht darauf achtest, immer rechtzeitig kurz mal von der Lauftaste loszulassen, dann hast du in dem Fall, wie jetzt bei Matthias, das ist wieder rot und langsam. Das stimmt. Mhm, das stimmt. Das kann aber auch echt noch die Aufregung sein. Ich meine, man sieht es beiden gerade nicht an. Und sie sind auch noch sehr ähnlich unterwegs und auf jeden Fall auf einem guten Weg. Aber ich glaube, die Aufregung ist schon da. Ja, das auf jeden Fall. Also es wird noch ein bisschen dauern, bis sie im Modus drin sind. Ja, da muss ich gar nicht hin, ne? Ich kann doch alles. Hä? Muss ich hier nicht hin? Nee, nicht. Hä? Oh, jetzt hat er vergessen. Jetzt hat er vergessen, wo das mit Zelda weitergeht. Mhm. Oh nein. Ich bin doch gleich eine Map. Das ist echt, das sieht man seltene Aufregung gerade. Ja. Ja. Nicht wieder rausspringen, ne? Bin mir aber ehrlich gerade nicht ganz sicher, wo er hin muss. Hä? Er musste weiter rein, weil Zelda ja auf dieser... Ich dachte zum Trupp am Schloss, aber hat auch einen Marker sogar. Ja, ja, richtig, da bin ich hingelaufen, nach oben. Aber anscheinend muss ich nicht nach oben. Na doch. Na guck mal, vielleicht helfen sie sich gerade dann gegenseitig. Ein bisschen, ja. Auf der Hürde. Also, da sieht man doch Fairplay. Da sind die Leune drin mal. Ja, jetzt rutscht er auch gleich ab. Unglücklich. Ja. Also Janis ist am Schrein vorbeigelaufen, übrigens gerade auf dem Weg zurück. Mhm. Na, wobei er jetzt... Ja. Ich glaube, sie sind beide doll aufs Parasegel aus jetzt im Moment. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das ist die erste Aufgabe, die sie angehen. Oh, er kocht schon? Aha. Sportlinge. Was wollen wir da machen? Pilz. Ach, damit er schneller ist. Er muss Reispilzbällchen, Pilzreisbällchen so rum machen. Dafür braucht man übrigens, jetzt hat Matthias auch die Cutscene freigeschaltet. Dafür braucht man, wie es der Name schon sagt, Pilz und Reis. Und den Hyrule-Reis, der ist auf jeden Fall schwieriger zu bekommen, weil Pilze haben sie all mass überall. Den Hyrule-Reis kriegt man entweder an verschiedenen Shops in Städten oder man kann auch das hohe Gras zerschneiden. Da droppt er auch manchmal und in manchen Regionen, glaube ich, auch öfter als. Ja. Hier auf jeden Fall noch, meine ich, nicht so inflationär wie ein bisschen weiter im Osten oder so. Genau. Ja. Auf dem Weg nach Angelstädt, in dieses kleine Meeresdorf. Da ist auf jeden Fall viel Reis vorhanden. Was? Janis, die Waffe hat 25. Der weiß schon, was er dann craften möchte. Ja. Wobei, sind die mit den Knochen, meine ich, sind sehr brüchig teilweise. Ja, aber es gibt eine Aufgabe, wo nicht abgucken. Die Waffe ja 30 Schaden haben muss. Und der Arm hat alleine schon 20. Okay, Deswegen. Das ist schon mal ein guter Anfang, ja. Ja, da wird er, also das sah gerade danach aus, als würde er die Aufgabe angehen und man kann ja immer an so einen Bockbindknochen noch ein Item dran synthetisieren. Und dann kommt man locker mal über 30. Ah, jetzt geht Matthias auch Birk da an. Während Janis schon den ersten Posten, den ersten Turm angeht. Und dann sehen wir da können wir auf jeden Fall gleich zwei Striche machen. Denn für den ersten Turm kriegt Janis auch den Leiter direkt. Das ist auch eine spannende Anordnung, was Matthias davor hat. Ich glaube, das wird sogar schon reichen, was er da hat. Ja, das erste ist ja noch einigermaßen machbar. Ja, bin ich ganz sicher. Ja, okay. Ja. Ja, das reicht auf jeden Fall. Also der TÜV kommt da nicht drauf, aber das fällt schon.
So, also Matthias hat den ersten Birk da. Gut. Und Jan ist straight auf dem Weg zu seinem Paragleiter. Okay. Ja. Weiterhin. Beide sehr ungeduldig gerade. Ist ja auch schlimm, wenn man auf die Cutscene warten muss. Ja. So ist das Spiel ja eigentlich nicht gedacht. Das ist richtig. Genau, es soll dir eigentlich eine kleine Atempause geben zwischen der ganzen Action, die du für hunderte von Stunden machst. Ja. Für uns jetzt hier absolute Qual. Ich glaube, das hat sogar Matthias mir mal erzählt, dass Nintendo das auch immer noch mit Absicht macht, weil sie ja auch familienfreundlich sind und eben versuchen, die Menschen das Spielen nur als gewisser Zeitvertreib zu sehen, dass sie immer noch diese Cutscenes lang und auch vor allem Ladescreens immer noch drin haben. Also es ist natürlich auch eine geschönte Art und Weise, darüber nachzudenken, dass die Switch vielleicht technisch nicht mehr ganz so frisch ist. Aber dass das wohl angeblich ein bewusster Move ist, um die Leute darauf hinzuweisen, alle paar Stunden vielleicht das Pad mal wieder wegzulegen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Kurze Frage meinerseits. Ist der Turm... Also reicht das, wenn man den aktiviert, oder müssen sie auch hochspringen? Nee, das reicht. Das Aktivieren reicht schon. Dann hat Janis nämlich auch schon den ersten Turm. Aber es hat sich noch keiner von beiden das Helia-Set gekauft, glaube ich. Ja. Sie haben es auch noch nicht gesehen. Aber sie haben auch noch kein Geld. Ich habe eben die Frage im Chat gesehen und ich glaube, genau. Das zählt der Anfang besteht als halt Kleidungsset. Nur daraus. Ist so, ja, es was ist denn? Schön. Ist das Helia-Set. So ja, weiter. Das sind tolle Charaktere, aber kannst ja, ehrlich, nee, Post kaufen. Das kannst du auch als Set kaufen, ja? Genau. Ja? Genau. Also alle drei Teile befinden sich im Sperrposten. Das wäre die einfachste Art und Weise. Sie können aber natürlich sich theoretisch jegliches Set zusammensuchen. Dauert nur länger. So, und Janis ist unterwegs mit dem ersten Turm. Ja, skippen kann man das später, glaube ich, oder? Die Hochsprünge. Die kannst du, glaube ich, gar, oder? Ich glaube, die erste nicht. Die erste nicht und die danach. Ja. Also, so oft habe ich das nicht gesehen dann. In komplett. Nee, ich habe das auch immer geskippt. Ich weiß immer nicht, was Cutscene und Ladezeit habe ich nicht mehr so im Kopf. Aber da ist natürlich jetzt nicht nur ein Schnellreisepunkt entstanden, sondern die Karte wurde auch aufgedeckt. Dafür sind die Türme nämlich da in Tears of the Kingdom. Und jetzt hat er natürlich die Möglichkeit. Jetzt ist ein spannender Punkt bei Janis, in welche Richtung geht's? Geht's auf eine Himmelsinsel? Ah, es geht wieder straight runter. Okay, gut. Das hat sich schnell erledigt. Ja, Strecke machen will er auf keinen Fall. Direkt aktiviert und sofort runter. Aber in der Theorie zum Beispiel, je nachdem, Türme aktivieren und gleichzeitig den Weg zur Zora-Stadt zu nehmen, wäre vielleicht eine Option. Du hast deinen Turm, sprichst hoch, wenn es dich zum nächsten, aktivierst den nächsten und bist dann mit den Türmen schon in der Zora-Stadt angekommen. Mhm. Aber ich glaube, er will das Fotomodul. Ja, sollte er auch. Wenn er hier ist, muss er eigentlich. Und das in Kombination mit dem Versuch, die Waffe auf mindestens 30 zu kriegen, spricht ja für die zweitletzte Spalte bei Janis. Bei Matthias kann ich es noch nicht so rauslesen, aber bei Janis wäre da sowohl die Waffe als auch das Fotomodul. Janis ist auch straight auf Birk da zugelaufen und hat ihm mit dem Schild geholfen. Das könnte schon stimmen. Das wäre dann ja die zweite Zeile. Aber es wäre entweder dann, also vom Fotomodul aus, entweder nach links, rechts oder nach oben, unten. Genau, links, rechts, habe ich gedacht. Ja, weil ich hatte die Waffe noch gesehen mit mindestens 30, die ist ja oben. Ach so, die ist oben, ja stimmt. Vielleicht hält er sich das auch noch so ein bisschen offen. Mhm. Okay, Matthias hat auch den Turm. So, und jetzt hat Janis nämlich auch die 4-Regionen-Mission freigeschaltet, wo er direkt ins Zora-Dorf gehen könnte. Das liegt aber jetzt allerdings von den Sachen, die er bis jetzt gemacht hat, noch gar nicht aus seiner Bingo-Route. Ich bin verwirrt. Matthias jetzt auch mit dem ersten Turm. Ja, ich denke mal, eine Bingo-Reihe ist im Hinterkopf, aber wenn man ein bisschen was anderes mitnehmen kann, weil das Blocken kann ja auch sehr effektiv sein, ne? Selbst wenn man es nicht sofort in Absicht hat. Jetzt. Stimmt auf jeden Fall. So, jetzt müsste das Fotomodul gleich freigeschaltet werden, oder? Janis? Nee, dann muss er noch einmal den Untergrund runter. Ach ja, okay, das ist erstmal der Untergrund-Quest und danach. Ich frage, weil ich es selber nicht weiß. Aber. Dafür muss man in den Untergrund und dieses Bild fotografieren, dieses rätselhafte. Oder diese Statue da. Ach, so sieht's. Fürs Bild so. Spannend, dass du siehst, wie sie die Lichtwurzeln dann angehen. Also.
wie wir alle ja mit der Zeit erfahren haben, eine Lichtwurzel ist immer direkt mit dem Obergrund und dem Schrein verbunden. Also vielleicht können Sie sich daran orientieren, weil im Untergrund könnte ich dir auch nicht dann sagen mit der Dunkelheit. Wo man hin muss. Nee, gar nicht. Okay. Also wenn man einen Gleiter hat oder auch easy wäre es, wenn du halt wenigstens einen Ventilator hast oder sowas, dann könntest du halt wenigstens einmal ein bisschen höher und gucken, wo es leuchtet. Ja. Mhm. Wäre auch noch eine Option. Aber ist halt schwierig, gerade am Anfang, wenn man nicht so viel einfach hat. Da werden schon mal ein paar Sachen markiert bei Matthias. Ja, sowohl Türme als auch die Drachentränen. Das sind diese graffitiartigen Neon-Gebilde auf dem Boden. Da findet man die immer. Die Scharrbilder. Alien-Maisfelder, man weiß es nicht. Wie in Nazca. Okay, schnell mal die Schreine mitnehmen. Von Matthias hat sich das Color-Coding gemerkt, was für was ist. Ja. Ich glaube, er ändert das Symbol auch gerade direkt, was ich ganz smart finde. Das ist praktisch, ja. Ja, gerade habe ich noch im Chat die Frage gelesen, wer oder was ist Paen? Das ist der gute Vogelreporter, der zum Kleeblatt-Kurier gehört, der insgesamt 12 Mini-Quests hat in seiner Questreihe. Und zwar müssen sie dafür erstmal zum Kleeblatt-Kurier die freischalten. Und dann können sie an jedem Stall, dem sie begegnen in der Welt, einmal Paen antreffen und für ihn eine Aufgabe erledigen. Wenn sie zwei davon schaffen, haben sie das mittlere Feld. Genau, der Kleeblatt-Kurier war jetzt in einem ehemaligen Stall direkt vor der, der Vogelstadt, hier vor der Ornistadt. Genau. Also Richtung Nordwesten, Westen, Nordwesten. Mhm. So, und Janis will auf jeden Fall in den Untergrund, sehen wir den auch gleich das erste Mal diesen Abend. Der wird schön durchtauchen hier. Kopf über rein. Ja, ne? Und Matthias geht aber eher Richtung Hylias-Set, wenn er das weiß. Das ist doch da unten drin, oder? Da oben ist ein Verkäufer. Steht oben, ja. Unten kannst du übernachten und kochen, oder die wird... Da kannst du kochen unter anderem mit einem Quest, aber ich weiß nicht, ob er das so im Kopf hat. Und da ist diese Mini-Statue, mit der du Herzen zu... Stimmt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht zählen würde, dass er sagt, kann ich hier schon was umtauschen? Mhm. Stamina zu Herzen, dann muss ich keine Schreine machen. Nein, ich glaube, das geht so früh noch nicht. Nee, du hast ja noch nichts eingesammelt. Nee, aber Janis ist jetzt gleich bei dem ersten... Der Leuchtsamen. Nee, nicht verwechseln. Nicht Leuchtsamen, Entschuldigung, Lichtwurzel. Genau. Ja. Okay, die erste hat er. Ja. Und Matthias ist gerade bei den Pferden dran. Sorry. Okay. Alles gut. Ja. Er wird geschlichen. Schon. Da gibt es übrigens auch Unterschiede. Die gescheckten Pferde kannst du einfacher fangen als die einfarbigen. Was ich auch ganz lange nicht wusste. Nee. Was, ich dann auch irgendwann mal gelesen habe. Aber die Pferde alle anscheinend nicht. Nee. Die hier nicht. Da war er nicht vorsichtig genug. Nee, ich hatte ein Pferd, bis ich mir das Goldene geholt habe. In dem Quest. Stimmt. Das fand ich auch echt schwierig, da ranzukommen. Ja, ist ja auch Prinzessin Golda genannt. Stimmt. Oh. Ich glaube, meins heißt Plötze. Oh. Ich glaube, meins heißt Ridolin oder so. Ich gebe denen immer Namen mit F. Ich weiß nicht wieso. Lol. So, ja, mein erstes hieß Ferdinand mit PF. Stark. Oh, nice. Auch gut. Ja. Erzähl mir doch auch noch eine eigene Geschichte. Au! Du kannst dich drauf, wenn es sauer ist. Ich würde gerade schon irgendwie gerne wissen, von was du aufs Maul kriegst. Das darfst du keinem erzählen. Nee, wirklich nicht. Nein. Okay. Ich weiß nicht, was dein Plan ist gerade. Eine andere Aufgabe, die wir ja noch machen können, oder eine andere Herangehensart, wäre halt mit dem Gleiter von irgendwo weit oben loszugleiten und dann auf dem Pferd zu landen. Aber dem jetzt die ganze Zeit hinterher zu rennen, ist, glaube ich, nicht smart. Ja. Gut, dass er von Birk da nochmal einen Snack gekriegt hat. Ja. Ja, Janis versucht gerade, den Quest weiter zu aktivieren. Aber da wird über die Leuchtsamen gesprochen. Die er nicht hat. Ja, ich weiß nicht, ob er. Er hat eine Handvoll dabei, glaube ich. Ja. Bekommt man die? Nee, oder hat er die gesammelt? Von mir bekommen. Ah. Ja, du kannst eine Handvoll einsammeln im Tutorial-Gebiet. Genau. In diesen kleinen Mini-Höhlen. Matthias versucht es tatsächlich mit der Parasegeltaktik. Oha. Oh, ja, mal gucken. Also da muss er aber guten Aim haben jetzt. Das hat er ja eigentlich. Könnte manchmal. Manchmal. Das Problem ist, dass er dabei schon Ausdauer jetzt einbüßt. Mal gucken. Oh. Ah.
Schade. Scheiße. Zu ungeduldig. Matthias, schleicht doch ein bisschen, ja. Janis ist noch immer auf der Suche nach, also da, er sieht da in der Ferne noch eine zweite Leuchtwurzel, aber er hat halt, da, 15 Leuchtsamen hat er. 15. Jetzt 14. Wenn er sie benutzt, er muss, glaube ich, einmal über die Grenze kommen. Genau. Oder so, ne? Ja, er muss im Inventar bekommen? Einmal 50 haben. Du musst sie im Inventar haben, oder? Achso, nee. Weil. Da stellt sich jetzt aber gerade die Frage, ja. Da bist du hin. Wir können ja sonst mal aufklären für die. Ja. Scheiße, können wir einmal, liebe Regie, kurz mit den beiden reden? Hallo, hallo. Hallo. Bei den Leuchtsamen ist es so, dass ihr einmal im Inventar 50 haben müsst. Wenn ihr die wieder verballert, zufällig, dann zählt das nicht, weil das kriegen wir nicht mitgezählt. Das habe ich ein bisschen falsch ausgedrückt. Nicht sammle, sondern besitze 50 gleichzeitig quasi. Okay, beißt sich ja. Aber viel Erfolg noch. Dankeschön. Achso, könntet ihr, wo wir uns gerade hören, könntet ihr einmal gucken, wie viele Krogsamen man für die Schild-Upgrades bräuchte? Das wäre total cool, da hatten wir es drauf. Das stackt sich je nachdem. Also am Anfang weniger als später. Ja, so wollen wir auch. Aber wenn wir jetzt die 4 Schild-Upgrades kaufen würden? Mit was wolltet ihr denn jetzt kaufen? Mit den Krogsamen, die wir sammeln. Ich frage es ja, wie viele man da braucht. Die Frage wäre halt, ich glaube, beim ersten war es 1, beim zweiten 2, aber danach waren es, glaube ich, nochmal 2 oder so. Beim dritten 3 und beim vierten 4. 5. Ha. Okay, alles klar. Viel Spaß. Danke. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Na gut, Janis macht erstmal den zweiten. Die Lichtwurzel, wenn man Leuchtsamen sagen. Aber Matthias hat jetzt einen Krogsamen eingesammelt, aber keinen, der einen kleinen Partner hatte, sondern einen einzelnen. Zufrieden. Der ideale Weg, Sarah, wäre, wenn man das, also die Partner, den Quest oder das Bingo-Feld zusammen mit dem Aufwerten vom Schultern macht, ne? Ja. So. Jetzt hat Janis die zweite Lichtwurzel. Ach, du bist es. Wenn er da lebend dran vorbeikommt. Das stimmt. Aber das war nicht schlecht. Ich würde die einfach aktivieren. Ja. Ja, Matthias sammelt auch Äpfel fleißig. Ja. Aber was ergibt Äpfel plus die Frage nach den... Nee, doch, das ergibt die zweite Zeile. Guck mal, ganz links sind die Äpfel und in der Mitte Maronus. Stimmt, ja, stimmt. So, das war die zweite Wurzel bei Janis. Und Matthias weiter auf dem Weg zu einem Reitgefährten. Nein. Noch langsamer laufen, Matthias. Du läufst viel zu schnell. Aber das ist geschickt. Das ist ein gutes. Gut. Ja, komm. Ja, sehr gut. Jawohl. Okay, war. Das sollte er direkt haben eigentlich. Ja. Okay. Sehr gut. Erleichterung ist zu hören. Okay. Also ein Ferdi bei Matthias. Yes. Na, er ist noch nicht registriert. Noch registriert. Ach, registriert. Ja. Dann hat er denn Geld, ist die Frage. Oh, Janis hat jetzt das Handbuch. Stark. Das Fotomodul. Und das Handbuch. Wie war das? 5 Monsterfotos oder 10 Monsterfotos? Aber das Fotomodul hat er jetzt und das ist eine Aufgabe, die er geschafft hat. Oh, natürlich. Ach ja. Janis hat das erste Feld des Abends, während Matthias auf der Apfelweide unterwegs ist mit seinem Hühot. Wisst ihr auch gerne, wie viele Äpfel Matthias jetzt hat? Gehen wir den beiden durch, welche Felder wer hat? Wenn das sehen die. Das sehen, ach, das sehen sie, okay. Ja. Ja, mach du deine Fotos. Super. Ja, also man muss ja auch irgendwie diese Reise, die wir gemeinsam machen, irgendwie auch festhalten. Da machen wir nochmal ein paar Erinnerungsbilder. Also wenn du Fotos von mir machst, sagst du Bescheid, ne? Ja, das ist schon. Das ist ja auch, also ich würde ja sowieso fragen. Oh, da ist er toll gegen den Baum geritten gerade. Oh, was passiert jetzt? Oh, kennst doch mal. Ja, okay. Warum nicht? Rückwärts einparken. Ja, ich glaube. Pferd unglücklich. Wie viel? 23 Äpfel jetzt. Pferdgehirnerschütterung. Das Rüstungsset, würde ich sagen. Falls das genug Geld ist bei Janis. Nice. Nee, da doch, er verkauft Rodonit. Ich glaube, das müsste sich jetzt leisten können eigentlich. Nicht kaufen, will das? Ach nee, da daneben, doch da.
130, ja, 70, 120, also 320 braucht er. Ja. Dann nimmt er schon mal die Kapuze mit. Mhm. Kauf noch mehr Rohstoffe. Komm. Wo ist das denn? Kleidungsset da. Gerade. Ja, das ist jetzt die Frage, ob das so ist. Klug ist. Erste also Seite. Noch, also da. Um das offen zu halten, ich bin auch echt nicht sicher, auf welche Reihe ich trotzdem noch mache. Die Mütze. Janis sagt gerade zumindest, dass er sich noch unsicher ist, wo er, was sein Plan ist. Aber sie machen ja beide auf jeden Fall schon mal sinnvolle Sachen. Janis hat sich zum Beispiel da direkt so einen Tempo-Buff gekocht, der jetzt 2,5 Minuten angeht. Und Matthias, da wird auch gerade gefragt, wie viel Äpfel er hat. Und er hat, glaube ich, noch nicht ganz 30. Eben hatte er 23. Ich glaube, er hat danach nochmal 2 eingesammelt. Kann ich aber nicht ganz genau sagen jetzt. Aber 30 sind es noch nicht. Dann hätte er auch okay. Alles. Wir haben noch ein Birk da. Ah ja. Während wir noch nicht ganz genau wissen, was Janis vorhat. Aber Matthias macht den zweiten Birk da. Den muss er erstmal schaffen. Ah, reicht das? Nee, er braucht noch einen, sonst geht das vorne über, ne? Mal gucken. Ja, die werden ja auch nicht einfacher. Er versucht's. Ja, es geht schon, das reißt es perfekt. Ja. Was sagt Birk da dazu? Jawohl, das zweite. Okay. Zwei Birk das. Guck mal, wird das was bei Janis? Hat er auch das erste Pferd? Matthias hat seins nicht registriert bis jetzt. Ich glaube, kann man das im Spähposten von Anfang an registrieren? Nee, im Stall. Du musst einen Stall finden. Schon zum Stall. Ja. Und du brauchst auch 20 Rubine dafür. Das auch. Stimmt, ja. Aber er hat sein Pferd fleißig dabei, also vielleicht wird er die rosa Punkte nicht mehr los. Das Registrieren, sofern er jetzt nicht noch ein zweites findet, was er gleich sich holen können sollte. Er kann ja so viel damit nebenbei erledigen. Hier mal ein Schreiben mitnehmen, da mal ein Berg da. Es sah gerade aus, als würde Janis versuchen, das zweite Pferd mitzutreiben in die Richtung, in die er will. Aber wir sind bei den Äpfeln. Ja, weiter auf Apfeljagd. Und ist offenbar nicht so ganz mit der Bepflanzung dieses Waldes zufrieden. Weißt, es gibt effizientere Methoden, sonst einen Apfel vom Baum zu holen, als den Baum abzuholzen. Aber hier, Geschwindigkeit ist alles. Und? Wir okay, 27. Okay. Okay, da sind. Nee, das ist ein. Da ist noch Nest. Einer noch. Ja. Da hinten noch einer. Das war da keine Axt. Nee, das war ein Zapfen. Ja, aber ich glaube auch ein Apfel. Apfel. Auch ein Apfel. Ja. Da hing noch einer. Oh, das wären 30 an dem Baum. Ja, er nimmt erstmal den. Und okay. Dann läuft er wieder zurück. All seine Waffen so, auch dafür. Einer noch. Das müssen jetzt 30 sein. Da sind wir. Ja, 30. Das sind die 30 Äpfel. 30 Äpfel. 30 Äpfel, oder? Blick. So, blocken tut das natürlich nichts von Janis mit der einen Aufgabe, die er hat. Mm-mm. Noch sind sie sich nicht im Gehege. Noch Pferdchen. Ich weiß nicht, was der Plan war. Janis hat einen Biberrock ausgelöst, aber den brauchen wir gar nicht. Nee. Reite weiter. Okay. Ganz geschwind. Oh, ein Stall. Matthias kann gleich registrieren. Er hat auch genug Geld dafür, glaube ich. Stimmt, der hat ja auch noch nichts von dem Set gekauft. Ja. Die Anspannung hört man immer mal wieder. Das ist doch schön so. Wohin ist ich bin auf jeden Fall sehr froh, hier zu sitzen und nicht für uns da oben über uns. Da bin ich auch sehr froh. Was sagt ihr das mit den Pferden? Ja, einfach dieses Überangebot an, okay, wenn du selber spielst, machst du das oder liegt was Süßes Prinzip. Mhm. Geh mal hier hin, dahin, hier hin, das kannst du hier natürlich so nicht machen. Nee. Vor allem bei Lockdown. Lockdown ein bisschen in den letzten Jahren. Vor allem bei dem Lockout-Bingo. Ja. Also bei in Breath of the Wild war es ja sehr easy, weil Bert und ich alles machen konnten. Aber ich glaube, das hier ist nochmal eine spannendere Situation.
Ja, wir werden es wahrscheinlich heute noch sehen, dass sie sich auf jeden Fall irgendwas wegnehmen. So. Hoffe ich. Der ist registriert. Mal schauen, wie er es nennt. Es gibt einen Speedrun-Namen, einen Buchstabe. Wahrscheinlich. Nee? Eine Renaissance an das Breath of the Wild Bingo Battle. Ach, schön. Und damit haben wir das erste Pferd bei Matthias registriert. Yes. Stahlpunkte brauche ich nicht erklärt bekommen. Diesmal aus. Oh, und da kommt das erste Pferd bei Jan. Ah, ja, es ist dran vorbei. Oh. Mhm. Außer das Pferd möchte nicht. Mal slow and steady. Ähnliche Farben, nicht die gleiche Musterung bei beiden. Ja, Jannes Pferd hat auch 3 Ausdauer und Matthias hat 2 Ausdauer. Ich weiß nicht, ob das random ist. Das ist, ich weiß nicht random, aber es kann sein, dass er dann entsprechend das Pferd erwischt hat, wo die Werte so sind. Ja, das liegt an den größeren Flecken. Mhm. Ja, wer weiß. Da ist Matthias ist dabei. Das ist jetzt aber ein knappes Rennen, weil wenn Jannes versucht auch gleich ins zweite Pferd zu holen, um die Aufgabe abzuschließen, vor allem weil Matthias ja auch die Äpfel schon gemacht hat. Na, mal gucken. Wüsste Jannes, wo die weiteren Pferde sind? Hatte die auf dem Weg dahin gesehen zum Beispiel? Long. Auch schöner Name. Oh. Eieiei. Oh. Da ist komm, da kommst du rauf. Jawohl. Oh, ja, sehr gut. Erstmal 10. Jetzt weg von dem Gegner. Er hat noch 1,5 Herzen. Scheiße. Er hat keineinhalb Herzen. Oh. Das wäre cool gewesen. Das macht es noch schlimmer. Schade. Stimmt. Ja, du, wenn du bist. Jannes hat registriert, das Pferd. Ja, Jannes hat jetzt auch 1 und Jannes versucht wahrscheinlich auch das zweite direkt zu holen. Es hat natürlich einen Vorteil. Nicht vom Schrein ablenken lassen, da kommst du noch früh genug hin. Ja, wenn er jetzt noch wüsste, wo diese Herde hin ist. Was macht denn Jannes? Was macht Jannes? Will er Reis holen? Das sieht so aus. Ja. Da, Matthias ist wieder bei den Pferdchen. Mal gucken, ob es dieses Mal klappt. Er ist sehr schnell unterwegs in seinem Schleichstil. Langsamer, mein Freund. Die Pferde haben dich doch schon gesehen. Okay. Also Speedrunner und Stealth Action passt nicht so gut zusammen, habe ich das Gefühl. Nein. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade nicht auf dem Schirm habt, dass er noch langsamer schleichen kann, indem er den Stick noch weniger reindrückt. Sollte ihm eigentlich bewusst sein, hätte ich jetzt gedacht. Ja, weil manchmal vergisst man sowas in Drucksituationen. Ja, das. Naja. Komm, oh nein. Wo denn? Als ob. Oh, Jannes ist beim ersten Krug, der zu seinem Freund will. Die sind so süß. Ja, guck dir diesen Rucksack an. Ich will doch nach hinten. Das ist aber ein ganz schönes Stück. Die tun du noch. Die Weltreise. Die tun nur so süß. Ich dreh durch. Die haben da Dynamit da hinten drin. Das ist ein Selbstmordattentäter. Oh. Lässt Jannes ihn jetzt. Jawohl. Ja. Oh, sehr gut. Okay. Jannes hat ihn gelassen und Matthias wieder auf einem Pferd. Sieht gut aus, was das Zähm angeht. Er hat den Stall wahrscheinlich notiert. Ja, der ist ja automatisch. Das ist ja dieses Viereck, oder? Ach, ist es? Ich meine, du hast recht. Ja. Und das andere Pferd, was er da zurückgelassen hat, wartet. Mhm. Wenn wir hier fremdgehen mit dem Pferd. Ja, das geht doch mit dem Krogsamen. Oh, das kann also mit dem Krog. Bisschen dauern. Ah, oder hat er was gebaut? Nee. Oh. Okay, und gleich hat Matthias das Bingo-Feld. Jawohl. Yes. Oh. Gott sei Dank. Jetzt B2RT. Oder Bertha, so wie im... Ja. Okay. Das waren Esas Pferde. Mm. Ich hab die beiden Pferdchen. Beide Pferdchen? Ja. Okay. Alles klar. Ich hab ein Pferdchen. Ja. Ich dachte, er erzählt seine Geschichte kurz.
Also, das ist spannend. Meine Güte, die das war Nerven, ey, Leute. Drei Fälle, die Matthias noch machen muss. Gerade das mit den 10 verschiedenen Monsterfotos könnte erstmal knifflig werden, weil den Quest hat er, glaube ich, nicht aktiviert. Oh, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Er müsste eigentlich das mit dem Fahrzeug potenziell angehen, weil dann kann er auch schon mal Jannis blocken, für eine Reihe zumindest. Stimmt. Aber Jannis hat das Fotomodul schon und könnte relativ schnell sich die Monsterfotos holen und damit Matthias in die Parade fahren. Das muss er eigentlich jetzt machen, würde ich sagen. Das ist Voraussetzung. Wenn ihm das jetzt nicht direkt hilft für sein Bingo, weil das ist außerhalb seiner Reihe. Ja, aber ich glaube, er hat noch das Gefühl, dass Matthias erst 2 hat und er eigentlich noch recht sicher damit ist. Ich glaube, er holt den Joker erst noch ein bisschen später raus. Jetzt gerade ist er auf jeden Fall fokussiert, was den Krog angeht. Ist ja auch wichtig, dann muss er auch zu seinem Freund. Ja. Wir sehen jetzt gleich aber mal ein bisschen Schrein-Action. Ja, wobei sagen. Matthias den jetzt auch hat. Oh, das ist der gleiche. Nee, ich glaube, das ist ein anderer, oder? Treffen sich in der Mitte. Ja, ist ein anderer. Gott, den muss man aber auch weit bringen. Da waren die Geräusche. In der Theorie, bei dem hier, du könntest ja einen Karren am Pferd haben und den dann auf die Ladefläche packen, oder? Mhm. Matthias hat's gelassen. Ja. Er holt einen Karren. Trauriger Move. Oh, das kann sein. Aha, er tauscht sein Pferd. Oder er guckt sich die Stats nochmal an, auf jeden Fall. Bertha hat Max Zuneigung, aber ich glaube, Bertie ist schneller. So, Jannis hat einen, der Krugs. Die beiden sehen übrigens oben auch das interaktive Bingo-Feld und sehen, wer welche Aufgabe erledigt hat. Das wissen sie, sobald wir es eingetragen habt und sobald ihr es auch sehen könnt. Also ein Partner Krog bei Jannis. Yes. Oh, da kann er schön Gegnerfotos sammeln. Okay. Zumindest mal 2 oder 3. Mhm. Matthias hat sich jetzt das Geschirr geholt durch die Stallpunkte, was wichtig ist, um überhaupt Karren ziehen zu können mit dem. Da, okay, ja. Das Geschirr hatte genau. Da kann man den auch ans Geschirr kleben einfach. Wie viele Bilder hat Jannis denn jetzt? Oh Gott, der Arme. Der wird einfach nur so hinterher gewobbelt. Also Jannis hat jetzt mindestens 3 Bilder. Ich weiß aber nicht, ob er vorher noch welche gemacht hat. Da muss er auch mal ins Inventory dann gehen und mal gucken, wie viele es sind. Ja, aber er macht jetzt genau das, was wir dachten. Er fährt da unten mal ganz unten links Matthias in die Bank. Ja, Matthias, schön mit der Heißklebepistole drauf. Und gegen den Bau. Oh nein, doch. Ist das dieses Jetski-Fahren? Bitte? Wasserski hinten dran. Sagen, du das Fotomodul auch hast? Nee, muss ich nicht. Müsstest du es mir sagen? Müsste ich dir sagen? Will ich es dir sagen? Ich glaube nicht, dass ich das will. Aber Jannis hat sich gerade verraten, hat gesagt, dass er das Fotomodul schon hat, ne? Er hat gemeint, ob du das auch hast. Das stimmt. Also das stimmt, jetzt muss Jannis committen darauf. Ja, aber so schwer ist das eigentlich nicht, wenn er das Fotomodul hat. Also er hat ja jetzt schon fast die Hälfte. Denkst du, er hat sie uns aber noch nie gezeigt, seine Fotos. Das ist richtig. Falsches Spiel. Dafür hat Matthias jetzt den ersten Krog erledigt. Mhm. Bringt ihm aber nur noch nicht so ganz viel. Okay. Tja, ich frage mich auch, ob das der Versuch war, einen Gegner zu töten mit einem fahrenden Fahrzeug, in dem man den Krog da hinterher geschleift hat. Es gibt natürlich auch direkt 2 Krogsamen, ne? Ja. Kannst noch ein Messer dran fusionieren an den Krog, dann wird was draus. Das zählt jetzt übrigens als ein Partner-Krog. Das sind jetzt nicht 2, nur weil er den einen zu dem anderen bringt. Mhm. Macht Sinn. Also für das Schild Upgrade die 11, die man da braucht, 8 durch 4 Partnerkrugs und 3 Samen irgendwo finden. Mhm. Ja. Bestenfalls. Ich glaube, Matthias hat eben sogar einen schon einfach so geholt. Ja. Mhm. Also das kann er vielleicht machen. There is another Turm. Janis denkt nach. Ja, jetzt geh mal rum und fotografier mal ein bisschen, mein Freund. Ein blödes Pferd. Ach, Jannis pfeift. Das haben wir jetzt gerade nicht gehört. Man kann ja sein Pferdchen immer herrufen, wenn es sich mal wieder verirrt hat.
Aber das läuft doch ganz gut. Ich bin gespannt. Kann ich das noch nicht? Ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Jan ist jetzt gefühlt wieder von seiner Taktik so ein bisschen ab, also nicht so 100% hinterher ist, sich jetzt wirklich auf die 10 Monsterfotos zu committen. Ja. Ich will erstmal vorbereiten, dass er auf jeden Fall das Pferd immer hat zum Reiten, zu den nächsten Monstern hin. Weiß es nicht. Und dass er darauf reagieren kann. Er hat jetzt schon so 6, 7 von diesen Monstern. Und wenn Matthias jetzt sein drittes Ding macht, dass er dann relativ schnell reagieren kann und das Feld unten zumachen kann. Ja. Oh, was macht? Er schläft? Warum? Weiß ich nicht. Also den er hat den Buff dann, ne? Wenn du geruhsamen Schlaf machst, hast du nochmal 3 Herzen mehr oder so. Stimmt. Und Ausdauer teilweise auch, glaube ich. Geht er auf den Inox? Genau, du hast einmal diese gelbe Ausdauer extra. Oder auch nicht. Oder er braucht den Stallpunkt, um das Geschirr, Geschirr zu holen. Weil er immer noch dem Krog hinterher geht. Mhm. Weil er den ähnlichen Plan hat wie Matthias, nur dass er noch keine 2 Pferde registriert hat. Ja. Ja, jetzt hat er das Okay, gut. Ja, gut für die Krogs haben, ja. 2 Pferde würde ich auch nicht mehr registrieren brauchen. Nee. Ich muss mit dir reden. Genau. Dann geht's schneller, einmal schlafen zu gehen, als das 2. Pferd zu suchen. Matthias klärt eine Höhle, wahrscheinlich für das Majoi-Ding, ne? Mhm. Leuchtsamen natürlich, sind auch irgendwo bestimmt noch unterwegs. Nee, der Schrein sieht aus wie das Haar vom Pferd. Da legt er sich aber auch schon mit einer Horde Gegnern an, ey. Die Energie ist nicht mehr da. Also er setzt sehr viel auf sein Flammenschild, solange der noch hält. Ja. Was ja keine schlechte Taktik ist. Ja. Das haben sie ja auch beide. Wir werden wohl kein Batterie-Upgrade sehen, das dauert viel zu lange. Auf jeden Fall. Ja. Das glaube ich auch. Jannis fährt nicht die Krog über den Boden zur Taktik. Ein Leuchtsamen. Oh, eine Truhe. Ja, stark. Truhe bei Matthias. Aber keine Leuchtsamen. Also ich weiß nicht, wie viele er jetzt hat. Er hat eben auf jeden Fall noch welche eingesammelt. Er würde das ja aber auch direkt, also 50 brauchen wir auch. Ja, das stimmt. Davon ist er noch entfernt so oder so. Ja, und der Chat hat eine berechtigte Frage, über die Esther und ich vorhin philosophiert haben. Zählt diese Kutsche als fahrendes Fahrzeug, wenn er jetzt mit dem Pferd gegen den Gegner rennt? Gute Frage, ja. Wir haben es uns eigentlich anders gedacht. Ja. Also eigentlich dachten wir, sie bauen sich was Schönes. Ich glaube, die Formulierung wäre dann mit einem Konstrukt jemanden überfahren oder so, ne? Wenn du dann das Korrekte haben willst. Weil innerhalb des Regelwerks finde ich es auch schwierig. Ja, ich habe schon versucht, mit Fahren zu spezifizieren. Wir wollten natürlich sehen, dass sie dieses Baufeature kreativ nutzen müssen, indem sie da zum Beispiel Ventilatoren oder Raketen dran bauen und vorne irgendwie Feuer oder Stacheln. Du kannst es, Sarah, ja immer noch präzisieren jetzt gerade mitten im Ablauf. Wir können ja auch mal. Aber er versucht es. Das haben wir geredet. Geisel. Ich verstehe nicht, warum er nicht auf lieber. Also er versucht ja gerade auch. Ach so, aber er versucht das rein da bei Matthias reinzugrätschen, weil es auch in seiner Reihe ist wahrscheinlich. Aber würden wir das zählen lassen? Ich würde sagen ja, vor allem weil das auch gerade mit der Kutsche trifft und nicht mit dem Pferd. Also wenn es mit der Kutsche trifft, dann ja, würde ich auch sagen. Also wegen der Formulierung auch, weil es auch ein bisschen irreführend war. Ja, ich habe halt nicht selbstfahrendes Fahrzeug. Ich habe auch gar nicht an die Kutsche gedacht, muss ich sagen. Ich auch nicht. Und damit, so wie es da formuliert ist, hat er recht, wenn er es hinkriegt. Und es dauert ja anscheinend noch. Also ganz ehrlich, bis dahin hat vielleicht Matthias schon 5 andere Bingo-Felder gemacht. Also ja, wenn er jetzt diesen einen armen Bockblinder tötet. Aber jetzt hat er ist mit dem Pferd drüber gelatscht. Mhm. Da hat er natürlich den Großteil der Energie mit dem Pferd dann weggemacht. Das ist okay. Ich habe schon mal gesagt, dass ich Pferde sehr gerne habe. Nee. Er ist sich selber unsicher. Seht das? Also, lass uns mal einmal bitte kurz zu den beiden sprechen. Ja, das wäre jetzt die Frage. Ich würde es dir vielleicht noch nicht sagen. Hallo. Hi, da. Wir würden sagen nein, weil es nicht mit der eigentlichen Sache passiert ist, sondern mit der anderen Sache. Fuck. What? Ja, okay. Aber das haben wir deinem Blick auch angesehen, dass du das
glaube ich, nachvollziehen kannst. Ja, ich kann. Fuck, und jetzt ist das Ding auch nicht mehr da. Aber weiterhin viel Erfolg. Ja, danke. Matthias fragt sich gerade, was bei uns passiert ist. Nee, aber Chat sagt auch nein. Da sind wir uns alle einig, dass das mit dem Pferd war und nicht mit der Kutsche. Gut, wir dürfen gleich aber Turm Nummer 2 bei Matthias notieren. Ja. Oder Turm Nummer. Ist es 2? Turm. Ja. Ja, müsste 2 sein. Janis baut sich aber wieder so eine Art Kutsche. Wie ich das erhofft habe, ich verstehe. Nicht ganz, aber ich verstehe. Mal gucken, ob du das fertig gebaut kriegst. Oder ob die nicht gleich abbrennt. Ja, wenn er es mit der, also wir haben ihm ja gerade gesagt, lieber Chat, dass wenn er es mit dem Pferd geschafft hat, es nicht zählt. Wenn er es jetzt tatsächlich schaffen würde, mit dieser Kutsche, mit der Seite von der Kutsche das Ding zu treffen, dann würde es für uns zählen, allein schon wegen der Kreativität, die er da reingesteckt hat. Nein, du sollst nicht meinen Pony töten! Bespring die Katzen, Matthias. Matthias hat den Turm. Ich gehe kurz zum Maler und hol's mir wieder. Muss man eigentlich erst die Story haben, um die Drachentränen zu bekommen? Oder kriegt man da, kann man das schon vor? Frag mich nicht. Aber da die Story ja beginnt, wenn du Impa triffst, die dir bei der ersten Drachenträne steht. Naja, mit der fliegst du dann hoch und dann sagt sie, geh da hin und hol mir das. Deswegen könnte das auch unabhängig davon sein. Aber wahrscheinlich schon. Gute Frage. Ja. Hab ich mich auch schon gefragt, weil ich habe Impa tatsächlich fast verpasst. Ich bin einfach nur vorbeigelaufen. Ich hätte Impa gesehen und dann mit dem Quest angefangen. Ich glaube, also meine Schätzung wäre fast, du könntest es auch so machen. Ich kein einziges Mal mit Impa geredet haben, bevor du alle hast. Einziger Nachteil ist dann, dass du die Karte nicht hast. Ja. Die Reihenfolge nicht weißt. Die hatte ich auch nicht. Ja. Die Reihenfolge ist ja auch egal, aber wir werden es gleich rausfinden bei Matthias. Ich habe es tatsächlich in der Reihenfolge gemacht, aber. Ja, aber wenn ich halt gerade nicht in der Nähe bin, weißt du? Was hat Janis vor? Ich glaube, er hat den Kutschenplan aufgegeben. Schön. Ich habe gar keinen Plan. Aber eine Truhe bei Janis? Was ist denn hier los? Was fällt denn da runter? Eine Sternschnuppe. Sternsplitter. 103 Stunden Gespräch, hast du noch nie gesehen. Nein? Oha. Janis hat gerade eine Truhe geöffnet. Oh, danke. Okay, sorry. Alles cool. Unwahn. Sind das 5, oder? War ich richtig? Truhen? Bei Janis? Stark. Truhen habe ich offensichtlich nicht auf dem Schirm gehabt. Ich bin stolz auf euch. Ihr habt mehr als ich. Ich habe auch nur eine. Dann habe ich mich verzählt. Würdest du dir unten mit 2 jetzt? Immerhin. Ich hatte bei beiden eine. Ich habe auch bei beiden eine. Ich glaube, ich habe eh die Felder falsch eingetragen. Das ist nicht schlimm. Dafür machen wir es da dran. Ja. Ah, Janis ist wieder bei der. Mein Freund. Schade. Too early. Das könnte den Zweckpunkt jetzt wieder revidieren. Aber dann streichen wir den. Aber das hier war jetzt. Ja. Es war ein netter Versuch. War es das wert? Ich weiß nicht. Ist Janis schon mal gestorben? Matthias schon 2-mal jetzt, ne? Nee, Janis ist noch nicht mal hier. Ist jetzt der Plan mit der Kutsche hinten für die Krog-Kumpanen? Oder? Ich glaube, weiter in seinen Plan. Die Kutsche ist auf jeden Fall breiter als vorher. Ja. Wir haben doch gerade gesagt, das gilt ja nicht. Nee, wir haben gesagt, mit dem Pferd treffen gilt nicht, mit der Kutsche treffen gilt schon. Okay, du hast gesagt, das Ding, aber nicht das andere Ding. Ja, ja, genau. Was jetzt damit interpretiert wird, ich hätte jetzt bin mir gedacht, sehr sicher, dass er das verstanden hat. Ich wollte es auf jeden Fall nur nicht so sagen, dass Matthias versteht. Ja, ich hoffe, dass er das Richtige verstanden hat. Ja, guck, er macht's wieder. Ja, das war das Pferd. Das Pferd. Oh je. Oh, oh, oh. Oh, oh. Das war bestimmt nicht der Das ist ja großartig. Das möchte ich häufiger sehen und hören. Das war wunderschön. Wir müssen uns das danach nochmal angucken. Das ist so lustig. Die reagieren einfach nochmal live drauf. Okay, damit hat keiner gerechnet. Ich hab's, glaube ich, verschrien. Janis ist tot. Oh, hat Matthias noch einen Turm? Das müsste der dritte Turm sein, weil das ist ja die Freischaltsequenz. Das ist die Freischaltsequenz. Ja. Das müsste Turm Nummer 3 jetzt sein. Wir sehen es gleich, wenn die Karte aufgedingst wird. Also, die Support-Bauchbinde kommt ganz gut als gerade. Fahrzeug? Okay, ne? Ja. Dann okay. Das ist ein neuer Turm. Aber. Nee, das ist der Turm. Das ist der zweite, weil er gestorben war. Das ist wieder der zweite Turm. Der mir dann auf den Karren gesprungen ist. Ja, weil er ja nicht auf den Boden gelandet ist, sondern gestorben ist. Jetzt ist er weggeritten. Daraufhin bin ich gestorben. Ja, Matthias muss jetzt
mit seiner Janis versteift sich aber auch gerade ein bisschen auf diese eine Aufgabe. Das würde, wobei Matthias es wird wieder schon, weggegangen ist davon. Es wird schon einen guten Vorteil geben, natürlich, wenn das jetzt stimmt. Macht. Und jetzt ist es schon zu weit drin, befürchte ich. Was ist Bertis Turm, ist das Janis Kutsche. Diese 10 verschiedenen Monsterfotos werden so schön. Ja, die hätte er bei dem Herumfahren hätte schon gleich wieder machen können. Ja, dann stimmt. X-fach Monstern vorbeigefahren. Ich glaube, er versucht einfach beide Fliegen mit einer Klappe, indem er sowohl Matthias das versaut, als auch seine Spalte, weiter, seine Reihe weiter treibt. Ja. Vielleicht auch von uns beiden nicht. Das ist die Hoffnung, die das ganze Lebenswert macht. Ich fände es so schön, wenn es einfach nochmal passiert. Würdest du in Frage stellen, dass ich dieses Spiel so viel gespielt habe, wie ich es gespielt habe? Ja, das sieht besser aus. Ja. Zur ja, Sicherheit gut. Auch noch ins Wasser. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich das hier effektiv irgendwann mal in dem Spiel gemacht habe. Ist es ertrunken? Nein! Warum ist er auch ins Wasser gesprungen? Weil er Angst hatte. Das ist doch nicht klug. Guck mal, die lachen auch. So die ziehen ihn auch lachen. Na, wenigstens immerhin das. Ah, schön. Okay, warte, dann kann ich die Taktik vielleicht nochmal überdenken. Aber es sei ihm verziehen, Matthias hat auch nicht so viel Ahnung von Zelda. Er hört uns ja nicht, ne? Ich glaube, er kann das nachgucken. Er spürt sowas, ja. Jan ist nicht mehr Pferd. Jetzt ist er wieder da. Oh nein, er hat ihm ein bisschen angefahren. Eine Erschütterung der Macht, die er gerade gespürt hat. Uns entgleisen. Aber es hat jetzt gezählt. Ertrinken zählt anscheinend. Ah ne, er ist noch unterwegs. Ja. Und Janis nimmt nochmal Anlauf. Weit Anlauf anscheinend. Mit seiner sehr breiten Kutsche. Ja, das Ding einfach nur noch weitermachen soll. Oh, ja. Das macht nicht viel. Aber das macht Schaden. Nicht viel Schaden, ja. Aber er ist sehr überzeugt. Er verkauft das sehr gut. Das Problem ist, er muss jetzt halt, wenn er den jetzt noch 5-mal trifft und das letzte Mal trifft er ihn mit dem Pferd. Ja. Weiß ich nicht. Also es sollte kein einziger Treffer mit dem Pferd dabei sein. Matthias raucht schon wieder. Oh! Nein! Warte mal, hat er noch Segel? Aber er hat noch. Er kann es noch einmal benutzen. Er hat noch Segel, ja? Ja, ich kann nicht mehr. Tu's nicht. Los! Oh. Nein! Oh! Nein! Ja, das ist Quatsch. Damit machst du keine Fall Damage weg. Matthias möchte die Show verlassen, glaube ich. Oh nein. Janis ich lass das jetzt ist dann. Immer das noch ist dran. Einfach, das bringt nichts. Das ist. Oh, come on. Während Janis immer noch mit der Kutsche kämpft. Das könnte mein Turm sein. Oh, na gut, ganz so lange ist es noch nicht. Aber er hätte also so schön irgendeinen Wagen von den Jäger unten nehmen können. Das Ganze noch er könnte auch die ganzen Hörner, die er jetzt mittlerweile von den Goblins hat, da dran machen oder so. Das stimmt, ja. Also irgendwas nochmal mehr. Du brauchst ja einen richtigen Streitwagen. In Rom hatten sie ja auch nicht umsonst da die ganzen Speere da dran. Komm, komm. Das war gut. Komm, rückwärts rüber einparken. Kann die ganzen Ends ihn verfolgen. Wenn du sagst, dass du gerade Türme machst. Also bei Matthias ist immer noch der gleiche, ja? 4 Türme beinhalten halt echt gar nicht so einfach. Ja. Warum guckt er sich die Katzen die ganze Zeit an? Das jetzt ich weiß nicht, ich meine, du kannst ja auch beim ersten Mal abbrechen. Aber du sagst schon, dass es so. Der Turm von Bertis Turm, weißt du? Ah, das ist so in dem Sinne. Ah, okay. Mein Turm. I don't get it. Verstehe. Aber sie sind beide gerade wirklich nicht sparsam mit ihrer Zeit. Nee. Ja, ich weiß auch nicht, wie spannend das ist, aber vielleicht können wir im Nachhinein ein bisschen coole Musik drunter legen. Ja, die werden da unten schon was stark. Jetzt gehen wir auf Nummer sicher. Oh, was macht er jetzt? Teleportiert er sich wieder nach unten? Ja. Ja, aber achso. Dass er nicht mal nach unten gleiten kann. Nein, er möchte. Er möchte nicht mehr. Ich kann es auch nachvollziehen. Ab einem gewissen ein Punkt. Ein Boot und einen kompletten Fehlschlag. Also. Aber ich finde, wenn Janis es schaffen sollte, das den Bockblin jetzt nicht mit seinem Pferd zu töten nach 10 Minuten, dann sei es ihm gegönnt. Auf jeden Fall. Aber eine Berührung mit dem Pferd und wir brechen es ab.
Der war nicht schlecht. Okay, einer vielleicht dann noch. Wenn er nochmal so einen hinbekommt, wäre gut, ja. Und Matthias wieder am Boden. Ist doch schön. Was tun wir für ein kleiner Steineschmeißer? Jawohl. Das war der Wagen. Der zählt aber, oder? Ja, der zählt. Ja. Oder? Ja, Sekunde. Wo ist es? Da? Scheint zu zählen. Ich hätte gerne so eine Need for Speed Underground-Mucke da drunter gehabt. Also ich bin gerade so gedriftet in diesen Karren. Driften mit 3 km/h. Cool. Dann. Ja, und jetzt? Muss ich mir jetzt einen Plan machen, was ich als nächstes mache. Jetzt wird's spannend, weil wir nicht wissen, was jetzt in welchem. Also jetzt muss Matthias eigentlich den nächsten Ding aufwenden, um das zu verhindern. Er ist aber auch bei Birk da vorne. Und er hat den Krog jetzt weggebracht, den Janis noch nicht weggebracht hat. Aber Janis hat dafür einen anderen weggebracht. Ja? Warte mal. Den habe ich nicht. Janis hat ganz am Anfang diesen endlos langen Weg auf sich genommen. Den hat er gemacht? Ja, über die Brücke und alles. Oh, okay. Ich hätte ja auch nur einen notiert bisher. Mhm. Also Matthias hat 2 und Janis hat 1. 2 Partner-Krogs? Nee, der hat einen einzelnen, der zählt ja. Ach nee, ich bin gerade bei den Pferden, sorry. Okay, bei den Pferden, ich hab bei beiden einen. Ja, genau. Ich habe jeweils einen Partnerkrug, 2 Pferde für Matthias, 1 für Janis. Genau, richtig. Da bin ich gerade ein bisschen verrutscht. Alles gut, es sind aber auch wirklich, wir haben hier Listen um Listen mit einzelnen Aufgaben. Wir zählen von Äpfeln bis Pferden alles. So. Und was macht Matthias da mit seinem Pferd? Ja. Nachdem das mit dem Runtergleiten so gut funktioniert. Ja. Ne? Bisschen der Blick. Skyrim gerade, Skyrim-Feeling. Mhm. Schön. Wo ist der Eimer? Na komm, das überlebt er noch. Ja. Ja. Vielleicht. Doch. Das reicht. Ist er jetzt auf dem Weg zu den Zoras oder was macht er? Knetsch meinte gerade, Matthias hat noch eine Truhe geöffnet. Dankeschön. Dankeschön. Das Truhe öffnen wird uns noch zum Verhängnis. Das ist alle mitzählen müssen. Das ist wahr. Hast du Zeit, gar kein Problem. Das ist lieb, danke. Aber was wartet Janis? Ach, Matthias will in die Luft. Für die Sonnenfleckchen wahrscheinlich. Weiß aber nicht warum. So, wie sinnig wäre es jetzt für Matthias, irgendwas in der Reihe von Janis da zu finden? Birk, das haben sie ja beide. Ja. Zumindest wie viel? Janis hat 1 und Matthias hat 2. Matthias hat 2. Ja. Aber die sind halt auch random verteilt. Die kannst du nicht so richtig im Kopf haben. Sonnenfleckchen. Ein Sonnenfleckchen bei Janis. Glück gehabt, auf dem Boden. Bei den Krogs waren wir jeweils bei einem. Und die Pilzreisbällchen, da musst du erstmal natürlich das Hyrule Gras da finden. Genau, den Reis. Der Hyrule-Reis. Hyrule-Reis. Mich überhaupt von da. Matthias auf dem Weg zum Schrein. Die Frage ist, macht er den oder nimmt er nur mit für den... Oh, das war schon wieder knapp. Für die Schnellreise. Das wäre der erste, den er macht, ne? Also wir haben noch gar keinen gesehen, der einen kompletten Schrein gemacht hat. Nee. Aber das haben sie auch von Anfang an gesagt, dass das ja auch schon sehr zeitaufwendig ist, die Quest. Ja. Oder das Bingo-Feld. Oh, er geht aber rein. Das werden wir hier sehen. Ja. Stark. Easy. Aber den ersten hat er ja nicht mitgenommen, nein, oder? Nein. Mhm. Wundert mich darum immer noch. Ja. Vielleicht nur als Warp aktiviert, ne? Ja. Da ist gleich am Ende mindestens eine Truhe. Da ist die zweite. Sehr gut. Also eine jetzt noch bei Matthias. Das ist die dritte. Oh, nicht schlecht. Relativ starker Bogen. Den Anfang. Das Schild kann er noch mitnehmen. Ja, macht er. Diese Konstruktwaffen, die haben da eigentlich auch eine gute Stärke, oder? Oder kommt der vielleicht über die 30? Boah. Könnte er später mal ausprobieren. Bon. Sehr gut. Liebespferd. Das wird auf jeden Fall der erste Schrein und 2 Truhen bei Matthias. Ja. Ach so. Konstrukt besiegt. Damit meinen wir aber wahrscheinlich die großen Konstrukte. Ja.
Aber da hat er, glaube ich, auch nicht so drauf reagiert, als würde er denken, dass er das meint. Ja. Wir sind mit Konstrukten tatsächlich vom Wording her bei den Alpha, Beta und Gamma Konstrukten. Wie heißen die denn? Die ganz großen, meinst du, genau. Bosse da ja, im Himmel? Ich glaube, die haben auch nochmal einen gesonderten Namen, ja, weil die heißen ja sonst alle Beta und Gamma hier. Weiß nicht, ob das dann die Alphas waren. Es sind auf jeden Fall diese Riesenwürfel im Himmel und teilweise auch in der Unterwelt. Oh, Janis hat noch ein Foto. Ja, da wäre mal interessant, wie viel er da hat. Ja. So. Oh, wäre da noch eine Truhe rum gewesen? Die Truhe hat? Er hat jetzt aber keine Truhe aufgemacht, Matthias, oder? Doch, die eine halt. Ja, aber nicht die. Nicht die. Nee, die kommt jetzt. Oder? Nee, eigentlich? Nee. Das ist nur bei. Das ist gerade verwirrend, Die Truhe kommt, stimmt. Wenn das nur. Ist richtig. Wenn du keinen Rätsel-Dungeon hast, genau. Sondern vorher das Rätsel war ja. Und was uns noch verwirren kann, ist, dass bei Breath of the Wild die Animation ist, dass eine Truhe am Schluss aufgeht. Und bei hier ist es dieses komische. Bisschen Hoffnung, bisschen. Mit diesem Dings drin. Gut, wir notieren mal. Wir schreien. Das sagt. Aber wir haben doch die Hoffnung. Wir kommen so langsam zur Zeit für den Break. Oh, Matthias mit dem dritten Birk da. Ich glaube, wenn er das abschließt, dann gehen wir gleich nochmal zu den beiden hoch. Weil Jan ist jetzt gerade nicht mehr bei einer aktiven Sache ist, würde ich behaupten. Das war der dritte, wenn er steht. Ja, geklappt. Also, dann können wir jetzt gerne einmal hochschalten. Ja. Hört ihr uns da oben? Aha. Es ist Zeit für einen kleinen Break, Leute. Wir werden kurz mal durchatmen. Also pausiert bitte das Spiel. Sofort. Und ihr könnt gleich bald weitermachen. Wir kommen gleich wieder zu euch zurück. Und wir machen einen kleinen Augenblick Pause, sind gleich wieder da. Ich zermahl hier nur ein paar Bohnen für meinen Kaffee. Du zermahlst Bohnen? Sag mal, bist du eigentlich völlig verrückt geworden? Das macht man doch nicht mit Bohnen. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Und da wären wir wieder zurück mit dem Bingo Battle Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bisher sehr wild, sehr bunt, würde ich sagen. Ja, ich finde auch. Ich habe mir das einfacher vorgestellt, das alles abzuhaken, aber sie sind dann doch sehr unterschiedlich unterwegs und das immer zu finden und auf dem aktuellen Stand zu halten. Ich hoffe, dass wir da keine Fehler machen. Ja. Ich hoffe auch. Gerade bei den Sammelsachen so bin ich schon froh, wenn sie dann selber nachgucken im Inventar. Und dann wir haben es ja zwischendurch mal angesagt, können wir gleich noch machen, wenn es losgeht, dass wir bei solchen Sachen im Inventar noch mal prüfen, ob eine gewisse Zahl erreicht wurde. Und dann natürlich auch danke an die Leute, die im Chat dann. Ja, auf jeden Fall. Wir gucken noch mal auf die Bingo-Tafel drauf, wie der aktuelle Stand ist nach dem ersten, nach der ersten Session hier. Ah, perfekt. Ah, ja. Und da sehen wir, unsere Kontrahenten sind schon bereit. Wir haben jeweils 2 Bingo-Felder pro Person registriert. Da haben wir einmal 2 Pferde und 30 Äpfel bei Matthias. Damit und die Pferde auch was zu essen haben. Ach, ihr hört uns. Ja. Klar. Ja, und das Fotomodul natürlich und ein Gegner mit einem fahrenden Fahrzeug getötet, dann bei Janis. Leute, seid ihr bereit? Habt ihr bereit ist so eine schöne Formulierung, aber ja. Können wir weitermachen, sagen wir so. Ja, die rhetorische Frage. Ja, bitte. Wir haben noch eine Information, die wir vielleicht jetzt gleich mal reinschmeißen könnten, weil ihr das beide noch nicht gemacht habt. Aber da steht, besiege ein Konstrukt. Ja. Ein Konstrukt ist eins von diesen größeren Miniboss-artigen Dingern. Diese Block. Genau. Was uns nämlich aufgefallen ist, dass es auch noch kleinere Gegner gibt, die wie Konstrukte heißen. Die sind aber nicht gemeint. Gut, dass ihr das aber auch beide nicht so interpretiert habt. Ja, wir dachten uns jetzt nicht, dass das so ein leichter Gegner wird. Ja, sehr gut. Dann sind wir uns einig, aber nur, dass wir es einmal für die Statuten für immer festgehalten haben. Die Statuten sind befriedigt. Gut, dann würde ich sagen, mit dieser Info macht euch bereit und dann geht's gleich weiter.
Also jetzt? Jetzt. Also jetzt. Let's go. 3, 2, 1, go. Süß. Schön. Fair play. Genau, bei Matthias steht jetzt der dritte Birk da, Schild alleine. Und bei Janis waren wir eigentlich dabei, gerade die Fotos zu zählen. Aber also ich habe jetzt 7 bei ihm. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob das was wird, ganz ehrlich. Weil ich gerade mir echt nicht sicher bin, ob das, was ich vorhabe, klappen wird. Mhm. Und darum könnte es echt spannend werden. Ich hoffe. Auch von dem, was du machst, von dem ich ja gerade auch gar keinen Plan habe. Ja. Ich auch nicht. Also, ja, wie gesagt. Oh. Oh Gott, Matthias geht schwimmen. Das ist ein bisschen das wird, weit. Ja, das, ach das nee, er ist nur auf Nummer sicher gegangen, oder? Okay. Ich hätte einfach Schreine machen wirklich? Sollen. Okay. Weil Schreine hat man wenigstens eine Probeaufgabe, ist ein bisschen stressfreier. Das ist jetzt. Kriegst ein bisschen Herzen für. Beeinflussung. Mit ja, der Diskussion. Was du da für Herzen kriegst, ey. Ja, ja, er versucht's. Ja. Mhm. Ist auch spannend, immer da reinzuhören, wenn sie sich ich unterhalten. Ein paar Herzen im Chat. Das zählt nicht. Ja. Oh, du willst darüber. Aha. Ja. Da ist wieder ein Krog, der zu seinem Freund möchte. Nee. Ich kann mich kaum bewegen. Okay, ja. Jan ist wieder mit einer sehr kreativen. Frage ist es jetzt mit dem Floß natürlich, wie wir das voranbewegen im besten Fall. Der hat ja noch nicht die Möglichkeit, da irgendwelche Ventilatoren dran zu hauen. Nee. Oder macht eine lange Brücke einfach. Ah, ja. Okay, und dann schwimmt er erstmal weiter und nimmt sie von der anderen Seite wieder mit der Telekinese auf. Wahrscheinlich. Wow, Matthias ist erleuchtet. Okay. Alter. Ja, du bist jetzt im Spotlight. Ja, es ist Das ist auch ein bisschen fies, wenn er nichts mehr sehen kann. Ja. Das ist dieser berüchtigte Weißabgleich, von dem alle immer reden. Liebe Regie, Matthias ist geblendet auf jeden Fall. Oh, jetzt ist dunkel. Ich glaube, dass die Regie sich denkt, dass sie dir vielleicht einfach das Leben irgendwie schwerer machen wollen. Uah. Schon, weil du das ja sonst auch immer alles hier einfach weißt. Es wird nichts. Merke ich auch gerade. Aber solange wir den Link von Matthias sehen, müssen wir Matthias nicht mehr sehen. Ja, so. Ich weiß, aber ich muss trotzdem hier irgendwie raus. Regnet es auch noch. Oh nein. Das ist so... Eieiei, okay, Glück gehabt. Glück gehabt, ja. Die Brücke könnte bei Janis vielleicht sogar reichen gleich. Also, er hat schon eine ganz gute Länge hier. Muss ja nur die Hälfte erreichen. Von der anderen Seite kann er dann... Oh. Rüber, aber ich glaube, das kommt sogar, ja. Das wäre für Janis der zweite Partnerkrog. Mhm. Gut gemacht. Yes. Partnerkrog Nummer 2. Ja, wenn es regnet, bringt das halt auch. Ja. Wofür sammelt der die? Also. Achso, doch, natürlich, für seine Reihe. Reicht ja schon. Ich glaube, Matthias möchte nur auf die andere Seite. Oder was macht er? Ja, oder da oben ist eine Truhe. Das ist eine Truhe. Die vierte. Vielleicht gibt er uns jetzt Zeichen, die wir nicht sehen können, weil wir im Dunkeln sind. Stimmt. Oh, Janis hat noch ein Foto. Waren es 4? Er hat gerade ganz kurz gezeigt. Ich meine auch, ich habe auch 4 gesehen. Dann haben wir es auch richtig. Weil wir haben gerade in der Werbepause, lieber Chat, gebeten, dass sie uns per Handzeichen zeigen, was das für ein Handzeichen von Janis, weiß ich nicht. dass sie uns per Handzeichen anzeigen, wie viele Truhen sie schon haben, damit sie es gegenseitig nicht hören, aber wir nochmal checken können, weil Truhen nebenher, das passiert sehr schnell, sehr häufig. Aber da sind wir auf dem richtigen Riecher gewesen. Es gibt keinen Ingame-Counter eben dafür, wo wir nochmal nachchecken können. Mm-mm. Oh, da ist noch ein Birk da. Und ein Mayuri. Und Janis hat noch ein Foto. Ihm fehlt jetzt nur noch 1, wenn ich richtig gezählt habe. Dann muss er uns gleich mal sein Inventar zeigen, ne? Mm-hmm. Fuck!
Hey, oh. Noch ein Tod. Kannst du wenigstens kurz durchatmen. Ja, aber Janis, aber kommt selber gesagt. Nicht so. Sollte Janis das so. Ja, das hat das gemacht von daher. Instant Karma. Laber mal nicht. Ach, schön. Wie so ein bisschen Live-Sendung unsere beiden Profis auch ins Wanken bringt. Mhm. Ganz schön. Ui, ein Exalfoss. Matthias noch auf Truhensuche? Oder ist er. Ich glaube ja, aber. Das. Ja, oder der Birg. Nee, den Weg hatte. Da der war Birg genau da. Im Berg da und irgendwo war noch eine Höhle, glaube ich, in der Nähe da. Siehst du auch? Ja, stimmt, ja. Also könnt ihr auch die beiden gleich erledigen. Und zumindest nochmal erhöhen, den Wert. Mhm. Da ist er eben gestorben. Oh, stark. Gut ausgewichen. Da, die Blauen sind schon echt krass, wenn man noch wirklich keine starken Waffen hat. Ja. Killen muss er denn aber nicht, oder? Nee. Nee. Aber er hat. Und Janis beim nächsten Partner-Krog, beim dritten. Der ist ja super weit weg. Oh, das ist eine Höhle. Oh, oh. Geh in die Höhle. Oh, die sind böse. Geh in die Höhle, ignorier die. Ja. Da will er drauf. Ich glaube, er will die Truhe das noch mit. Manchmal, dass du Flex Tulin aktivieren willst. Hat er. Das aktiviert? Okay. Ja. Tulin? Ja, die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Oh, 50 Rubine. Stark. Oh, ja. Nicht schlecht. So, ach, das war ein Dreck. Gut. Aber die Truhe ist offen. Ja. Zählt sie als offen, wenn er jetzt ein Game Over hat, weil die Türme zählen natürlich nicht, wenn er sie nochmal machen muss. Ich bin mir fast sicher, dass wir diesen Ort gleich nochmal sehen werden. Mhm. Ja. Und ja, er hat noch dieselbe Anzahl an Rubinen, also er wird das jetzt gerade nicht verloren, glaube ich. Oh, okay. Nee, okay. Ist direkt danach rausgekommen. Okay, gut. Die Truhe ist weg. Ein Problem weniger. Jetzt nimmt er aber das Maui mit, während Janis weiterhin versucht, den Partnerkrug nach Hause zu bringen. Oder er geht zum Berg da erstmal, wenn er hier schon durchtaucht. Stimmt. Nein. Anders das ist mir auch oder er ist noch ja. Unsicher. Ist aber gut, dass du den Cancel machen kannst, tatsächlich, finde ich. Du willst ja nicht immer daraus. Ich weiß nicht, ob das als noch? Wieder durchgeht, aber das waren noch sechs, es tut mir leid. Es geht ihm bestimmt gut. Schreien? Er hat, also bis jetzt oh, das könnte aber dann ein Schrein sein, wo es schon einfach direkt den eine Truhe gibt, oder? Mhm. Das ja, weil das so versteckt war, ne? Ja. Sagt nur uff. Ich glaube, da ist einfach hast nur gleich eine Truhe drin. Hat er gleich eine Truhe plus einen Schrein geschafft. Er sagt nein. 36 Leuchtsamen sind es aktuell bei Matthias. Yes. Er geht nicht rein in den Schrein? Nee. Ich glaube, er weiß nicht, dass da eine Truhe drin ist. I don't get it. Und glaube, er versucht. Haben wir den Birg da wirklich schon gesehen? Ich habe den nämlich nicht gesehen gehabt. Ich habe den auch nicht gesehen. Das ist ja gut. An einem ist er auf jeden Fall irgendwie. Es schien so, als ob er da vorbeiläuft. Da sind ja auch die Bauteile da in der Nähe, oder? Janis hat jetzt den dritten Partnerkrug. Ja, von okay. Vier. Und dann hätte er schon tatsächlich das dritte Feld in seiner Reihe. Ja. Ja, aber Matthias kann halt auch theoretisch dadurch, dass er alle Schreine schon mal antaggt und die Reise dahin freischaltet, wenn er nachher die acht Schreine bräuchte, ja, könnte er die dann relativ schnell wegmachen, ne? Mhm. Die Frage. Der hat eine Waffe mit 26 da. Mhm. Das ist immer noch der vom Anfang, oder? Aber das, ist, Knochen. Aber das ist schon zusammengeforst, das kann ja. Er nicht nochmal. Aber er hat noch einen da, der nicht war, oder? Er hat es gerade rückgängig gemacht. Kann man das einfach so? Ich dachte, das kann man ja. Nur in diesem Dorf. Nee, weil wenn du das so machst, dann verlierst du einfach nur deine Komponente. Ach, aber ja. Wählst die Waffe ja. Und in einem Dorf wählst du, glaube ich, beides. Ah ja. In Taborasa. Ist das was für Matthias gleich? Ich glaube leider nicht. Oh, wow, Glück gehabt, okay. Nicht schlecht. Dann noch ein Turm jetzt, oder? Ja.
Nee, doch nicht. Ich hätte es sehr lustig gefunden, wenn es durch diese Holzplanke einfach genauso lange gedauert hätte zu laden. Hey, moin. Ja, nee, ich bin nur auf der Durchreise, Kollegin. Nein. Dankeschön. Ich weiß nicht, wo Matthias hingeht. Vielleicht versucht er sich auch einfach einen Überblick zu verschaffen. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, da oben ist der Turm. Jannis hat schon sehr weit nach Osten verschlagen, da in der Nähe von Hateno ist. Das ist der letzte Reisekrog. Weiß Jannis, wo diese Krogs sind? Weil wie hat er den denn jetzt gefunden, ey? Ich glaube, wenn du lang genug einfach nur Wege lang reitest, liegen die ja manchmal am Wegesrand. Das stimmt. Das hat er nicht schlecht gemacht, auf jeden Fall. Er muss ihn ja erst noch dahin bringen. Geh nach Hause. Weil da hinten sind noch richtig viele Gegner. Richtig viele. Und auch super nervige. Ich bin mal gespannt, ob wir noch so andere Bereiche heute sehen werden. Also ob wir wirklich noch zu den Zoras gehen oder zu den Orni. Ja, da bin ich auch gespannt. So wie erwähnt, Jannis könnte eventuell, weil er scheint wohl in der Nähe von Hateno zu sein. Ich würde wissen, was du so, also es ist schon weit, aber nicht so weit wie vorhin zu den Zoras. Mhm. Matthias jetzt auch wieder mit einem Krog, weil er nicht weiß, dass Jannis schon 3 hat. Mhm. Mhm. Matthias ist nur bei einem, oder? Ja, bis jetzt. Und den trägt er jetzt tapfer den Berg hoch. Und Jannis mit der bewährten Brückentaktik, die wir gerade schon gesehen haben. Mhm. Er hat aber auch echt nicht mehr viele Herzen. Nein, nein! Oh, nein. Ah, das wild, ey. Don't! Das ist mein Schicksal. Es ist wild, es bleibt wild. Da hat er's. Okay, erstmal abgeben. Zweiter Partner. Noch kann er ersaufen. Nee, Matthias hat den zweiten Partner. Ach, Matthias hat den zweiten Partner. Ja, stimmt. Aber Jannis kann auch noch sterben bei den ganzen Gegnern da. Ja. Wenn er den abgegeben hat, kriegt er sein drittes Feld und geht in Führung. Ja. Das ist kein Birk da, das ist nur ein ganz normales Schild. Oh nein. Frag mich, wohin Matthias gerade geht. Zum Stall. Ich weiß zwar nicht warum, aber da hinten. Ich dachte halt, er biegt vielleicht rechts ab, um irgendwie zu den Zoras zu kommen oder so. Ja, keiner schaut auch auf die Map, ne? Oder? So richtig. Aber es wirkt so, als würde er vielleicht einfach den Weg entlang gehen, um zu versuchen, diese Krogs zu finden. Das kann auch gut sein. Oder Birk das. Oh, hinter Jannis einer. Ja, er hat doch echt nicht mehr viel Leben. Mm-mm. Oha. Oh nein. Das war super blöd. Ja, das war scheiße. Aus purer Arroganz, weil ich ihn einfach noch legen wollte. Das gefällt mir sehr. Oh. Kiwi. Sag mir nicht, das ist jetzt alles wieder weg. Of course. Musst du die Brücke jetzt nochmal bauen? Natürlich. Scheiße. Das sind die Momente, wo ich gerne so fluchen könnte wie Colin. Ach, hau raus, du. Ist schon nach 22 Uhr. Ich weiß nicht, ja, aber auch so also die Diversität, die er an Wörtern benutzt, die eigentlich nicht existieren. Schön. Aber wir gehen das jetzt einfach nochmal an. Für alle, die das nicht ganz mitgekriegt haben, was ich jetzt gerade gemacht habe, ich versuche das mal. Matthias zieht seinem Pferd das Geschirr aus und wieder an. Zuerst machen soll. Alles hier, wahrscheinlich erst das. Ich würde so gern mit den beiden reden und fragen, was in ihren Köpfen vorgeht. Was so die lange Zeitstrategie ist, die sie da beide gerade. Da ist ein Birk da, direkt bei Matthias. Das macht er jetzt auch. Vielleicht ist er auch deswegen da hingegangen. Mhm. Meinst du, der weiß die auswendig? Nee, aber meistens sind ja bei jedem Stall in der Nähe einer. Das ist schon so lange her bei mir. Atem.
Okay, das ist jetzt... Er will's von unten durchreichen. Mhm. Doch, das könnte klappen. Glaube ich, noch ein Keil. Ja, stimmt. Ich glaube, die Halterung ist dann zu schwer, oder? Und es geht nach hinten. Ja, von oben durch ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Das dürfte jetzt schon so halten. Ja. Da geht jemand auf Nummer sicher. Aber dann fehlt ihm tatsächlich nur noch ein Glück. Nein! Schon wieder ist tot. Ist nicht wahr. Ach Gott. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Oh, Scheiße. Das schon? Nee. Das reicht eben. Ja, das war das reicht vierte vollkommen. Trick da. Ja. Number. Ist schon der vierte bei Matthias? Mhm. Ja. Noch einer und dann ist auch Janis schöne Reihe tot. Ja. Jetzt hat Matthias tatsächlich Pilzreisbällchen bekommen, aber ich habe geschrieben, koche 5 Pilzreisbällchen. Sehr gut, sehr gut. Ganz bedingt. Das zählt nicht. Ach, schön zu sehen, dass Janis nochmal die Brücke baut. Ich habe mich gefragt, ob er weiterreitet und einen anderen sucht. Möglich. Aber nein. Ich mag ja diese Verbissenheit. Ich glaube, das ist wirklich... Oh, da wäre noch Krug. Dann hätten sie tatsächlich Gleichstand. Da müsste aber Janis noch ein paar Brücken bauen, glaube ich. Der ist ja wirklich kurz vor dem letzten. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Jetzt hat er auch vorher extra noch was gegessen. Mhm. Aber das Pferd von Matthias anscheinend nicht. Was? Ach, komm mal. Nicht durch die Ecke quetschen, bitte. Cola. Was ist denn los mit dir? Sind halt keine Skyrim-Pferde. Der hängt aber auch sehr kritisch. Also der könnte auch abbrechen da. Oh, das sieht so schlimm aus, wie er da hinten dran hängt. Aua. Also der macht ja auch noch ein paar Jump-Tricks. Ja. Weißt du, wo er hin muss? Mhm. Ach, Janis versucht jetzt aus. Ich glaube, es ist da oben, da hoch. Es ist nur sehr weit. Und er reitet jetzt außen rum, weil das Pferd nicht so gut steile Berge erklimmen kann. Die Kurve auch. Das ist dieser Tokyo Drift, von dem alle sprechen. Mhm. Ja, komm. Ist gut. Ich glaube, das klappt. Janis versucht eine neue Taktik, wo er seine Brücke ansetzt, oder? Er will außen rum gehen. Und wird schon mit Steinen beschmissen. So, so das also war auch drei. Was sind deine Lieblings-Hassgegner so? Lieblings-Hassgegner? Naja, also vor allem Hassgegner. Noch eine Truhe. Hast du jetzt gerade einen rausgefunden? Ja. Truhe bei Matthias, 6. Ganz tolle yes. Octoroks. Ja, Octoroks. Oh, ich hasse die. Octoroks sind so scheiße. Ja, weil die allem die im Wald. Mhm. Auch gar nicht nervig, auch gar nicht zu viel in diesem Spiel. Da unten ist ein. Ach, das war der Stall, in dem er gerade war. Sonst. Das geht. So oft hab's nicht. Oh, Janis. Okay, könnte das. Er lebt keinen noch. Keinen entspannten Waldabschnitt mehr, muss ich sagen. Nee, das hat er gleich. Das hat er gleich. Ich finde, die im Wald, da kannst du wenigstens hinlaufen. Weißt du, die im Wasser, die sind nervig, wo du dann irgendwie gar keine Chance hast, hinzukommen. Ja. Aber Matthias ist halt 3 Berg da vorne, ne? Also, der wird dann gleich merken, dass Janis das dritte Feld in seiner Reihe hat und sich dann wahrscheinlich auf die Berg da konzentrieren. Ja, das ist, aber ist schon wahrscheinlich, dass eben da in die Parade fährt. Das ist das der gleiche Stall, frage ich mich, oder ist das ein neuer Stall, zu dem Matthias da reitet? Ne, ist derselbe. Sprengen ja, das schon. Ja, es könnte demoralisierend sein, natürlich, wenn Matthias doch noch das mit den Krugs hinbekommt. So. Ja. Ich glaube da aber eher an Janis. Ja, müssen die Gegner dort weg sein, quasi, damit. Nee, eigentlich nicht. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum er die Restlichen nicht in Ruhe gelassen hat. Aber ich kann auch verstehen, dass er jetzt auf Nummer sicher gehen will.
Vielleicht auch für die letzte Truhe, die da noch. Wenn er sich jetzt selber in die Luft sprengen würde, wäre das so traurig. Das ist mir oft genug passiert, leider. Ja, ja. Matthias wieder mit einem Schrein und Janis mit einer Truhe, ja, die aber noch nicht offen ist. Ich hätte auch ein bisschen auf meine Ressourcen scheißen können, aber. Pferdchen. Doch, da geht er zur Truhe. Yes. Wenn Pferdchen nicht das tun, was sie machen sollen. Ne? Mhm. Macht die zweite Truhe auf. Das ist nicht so schwer, oder? Das ist die zweite, ja, nicht die dritte? Ich wäre bei der zweiten. Ich bin auch bei der zweiten. Ja, dann kann nur ich falsch liegen. Er hat gerade auch in der Werbepause hat das uns gesagt. Mhm, okay. Das habt ihr Zuschauer nicht mitbekommen. Higo fragt, ob sie immer noch keine 30er Waffe craften können. Und ich glaube, sie könnten es tatsächlich. So, gut. Wir das. Vor allem Janis. Ah. Da war's. Was ein nerviger, yes, Akt, ey. Das war der vierte Partnergruppe. Okay, Operation Birk da. Die müsste bei Matthias jetzt starten. Oder ja, er geht nochmal in die Kochschule. Ja, hast du auch schon welche? Da ist vor allem der letzte, den er gebraucht hätte. Oh nee, ja. Ja, aber ich fürchte, bei dem anderen könntest du mir nicht. Aber, warte mal, Baukram ist da. Ah, nee, ist keine in der Nähe, ne? Ich bin gerade an einem Krog vorbeigeritten, der dann noch zu seinem Freund gebracht hätte. Oh. Da hat Janis. Mhm. So aber wie er guckt. Damit hätte ich da jetzt auch 10. Also, das bringt mir nichts, aber ja, ich würde es gerne mit einfügen. Die Monsterfotos. Das Foto schön ist. Die würden wir aber gerne nochmal sehen. Liebe Regie, lasst ihr uns einmal kurz mit Janis sprechen. Ja, wir hören euch. Hallo. Janis, wir würden ganz gerne deine Fotos einmal kurz betrachten. Ja, machen wir doch mal. Achso, nee, falsches Dings. Album. Eins, zwei. Nee, also, ja, andere. Nein, einmal rechts, genau. Okay. Monster. 11 von 110. Jo, reicht ja mir. Okay. Danke. Nee, guckt euch doch noch mal ein bisschen die Fotos an. Das ist gar kein Problem, so irgendwie. Ob die Posen auch stimmen und so. Dann weiter viel Spaß. Danke. Die hören uns nicht mehr, sonst würden sie jetzt reagieren. Okay. Janis hat gerade Reis eingesammelt. Das wollte ich auch sagen. Mhm. Ich wollte es nur nicht sagen, wenn es Matthias ja, noch hören kann. Aber ich weiß nicht, was er jetzt tut. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht will er erstmal High Ground, um den Berg da zu sehen. Mhm. Die auch nicht so groß sind. Ja, es wird schwierig, die auch. Die kannst du nicht mit dem bloßen Auge direkt ausmachen. Ich weiß auch nicht, ob sie wirklich dann schon gespawnt sind, wenn du von Weitem weg guckst. Scheiße. Ich habe auch mal einen einfach mitten auf so einem einsamen Berggipfel gefunden und so. Also. Vielleicht geht er ja zu dem jetzt hin, Matthias. Scheint so. Oder er macht sich auf den Weg zu dem Turm, damit er nochmal weiter fliegen kann und sich einen neuen Stall sucht, weil er vielleicht auch gecheckt hat, dass die immer bei den einzelnen Stellen sind. Jan ist jetzt auf jeden Fall auf der Suche nach den Pilzreisbällchen. Ja, er hat auch noch einen Reis gefunden. Ja. Ja. Nein. Weil es regnet. Ja, Glück gehabt. Okay. Ich glaube, Matthias geht jetzt Regen wirklich zum Turm, ne? Ja, glaube ich auch. Ja, ironisch. Oh. Sehr optimistisch. Ah, es ging noch. Ging noch gut. Das wäre jetzt gut, wenn da einfach so ein Birk da rumstehen würde. Es kann ja immer passieren. Für den einen, für den anderen weniger. Hm. Aber Jan ist jetzt auch schon mit doppelt so vielen abgeschlossenen Aufgaben in Vorsprung, wenn man die rechnet. Dafür sollten wir heute kein Bingo sehen. Ja, das stimmt. Aber, also, Matthias ist jetzt auch nicht mehr weit entfernt. Wirkt da schnell. Ich glaube, er hat auch mehr Leuchtsamen zum Beispiel. Ich glaube, dass er die auch relativ schnell, ja, er hatte schon 36, dass er die schnell abschließen kann. Sowas wie ein Hinox kriegst du eigentlich auch relativ schnell hin. Hm. Da würde mich auch interessieren, ob beide wissen, wo einer ist. Ja, ich glaube, wenn du ihn findest, dann werden beide ihn mitnehmen. Ja, komm, ist gut, ich hab's verstanden. Das stimmt. Jetzt ist die Frage, ob Matthias weiß, wie der Turm aufgeht. Das war, ich glaube, recht,
Müsst ihr nicht klettern, wenn es oben offen ist? Oder ist es der, wo man von unten durchtauchen muss? Nee, der ist oben offen, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ah ja, okay, dann kann er ja darauf gleich. Passt schon. Es gibt den einen mit der Höhle, da ist er auch in so einem, der ist auch in so einem ähnlichen Gebiet, glaube ich. Ja, genau. Ja, stimmt. Aber hier stand im Text gerade, da ist oben offen. Also er muss von oben rein. Dann ist das, wäre das aber für Matthias auch der vierte Turm, wenn ich es richtig sehe. Nee, der dritte. Nee. Wo ist das hier? Turm, nee, der dritte. Turm. Entschuldigung. Ja. Falscher Arm. Der dritte, ja. Den einen hat er ja mehrfach gemacht. Stimmt. Das war die Odyssee. Oh, das war schon wieder knapp. Optimistisch, mein Freund. Geil, wenn du so einen Moblin einfach richtig hart. Oh, oh. Ich rede gleich weiter. Das war der dritte Turm. Und er so. Oh mein Gott, Janis, warum heilst du dich denn nicht? Scheiß da einfach drauf. Matthias mit dem dritten Turm, wenn er denn diesen Stunt auch landet. Stimmt. Wobei, aber es ging doch darum, die Türme zu aktivieren, oder? Ja. Weil das wird ja vorher gemacht. Ja, aber das Problem ist, dass er die Aktivierung verliert, wenn er da jetzt runterfällt und steht. Ja, wenn man eine fünfige Rüstung hat, dann geht's. Weil sonst könnte er ja viermal denselben Turm aktivieren. Ich habe mir zumindest. Aber die Aktivierung ist ja vorher, also das ist ja nicht die Aktivierung. Ich wollte meine Rüstung nochmal ausrüsten. Ach, du meinst das unten? Genau, also das. Ja, wir haben Erklimme geschrieben, das heißt schon sich hochdingsen lassen. Ja, okay. Das, ja. Aber das Gute ist, also von Ist habe ich gehört, der passiert das nie. Also, was? Also von Esther habe ich gehört, der passiert das nie vor einem Kampf. Was passiert mir nie? Das habe ich jetzt nicht mitbekommen, Mensch. Wenn wir jetzt zurückspulen. Jetzt musst du es angucken, die ganze Sendung. Chat, ihr müsst uns helfen. Was haben sie erzählt? Ja, ich mag Musik in Hateno. Chat, ihr könnt uns auch mal erzählen, man kann doch diese Aufstiegskatzin abbrechen von den Türmen. Ja. Oder bin ich blöd? Ja, kann man. Weil da guckst du dich die ganze Zeit an. Oder? Ach so, aufmerksam seid ihr. Irgendwas über Zelda im Chat, okay. Matthias ist jetzt oben und sammelt sein erstes Sonnenfleckchen. War aber nur eins. Aber oder da stehen zwei. Ich noch ein paar. Zwei, drei. Läuft alles ab, aber ich glaube, es sind nur drei. Oh, ach nee, vier. Zehn müssen wir noch. Ja, den müssen wir zählen. Also 10 meine ich einsammeln. Achso, 15 sogar. 15 waren es, Da kriegt ihr den nicht hier. Fünf. Das ist ein Drittel. Oh, was macht Janis da? Er kocht jetzt alles in ein? Ein Pilz reicht. Ja. Aber warum hat er da so viel reingehauen? Weiß ich nicht. Oder hat er. Oh nein, nee, hat er gar nicht. Das war richtig dumm. Das war dumm. Gar nicht klug. Das war richtig. Aber er kann ja noch gleiten gleich. Pilzreisbällchen. Was macht er denn? Nichts mehr tut. Doch, er könnte. Nicht das? Das funktioniert! Ha! Stark. Lifehack 3000. So, Matthias hat auf jeden Fall 5 Sonnenfleckchen und. Ich finde die Pilzreisbällchen nicht. Ich glaube, es ist gar nicht drauf. Pilzreisbällchen. Pilzreis. Ich notiere mal, ich hab's mal dazu geschrieben. Und einmal ist jetzt dubiose Matsche rausgekommen. Das ist natürlich. Das ist natürlich. Weil er nur reißt. Ja, das ist natürlich gut, dass er noch einen mehr hat. Ja, Nee. Gut, dass er. Doch, er hat noch einen. Ach, ich hab den. Hä? Aber er hat doch null Reis gerade. Ja, weil er den einen schon ausgerüstet in der Hand hat. Ach so. Wovon hatte Matthias jetzt 5? Damit Sonnenfleckchen. Ach so, okay. Davon Angst, nein. Ich hab was Wichtiges verpasst. Nein, bitte nicht. Oh. Wie viel hat er denn jetzt gemacht? Ich glaube, er hat 3. Genau. 3 gekocht. Das ist doch jetzt scheiße. Ja, jetzt hat er nicht genug Reis. Okay. Nee, noch nicht. Okay. Ja, hab vielleicht ein bisschen Scheiße gebaut. Freut mich. Im Chat wurde geschrieben, man kann die Cutscene nicht abbrechen. Sag ich doch. Ich habe mir die nämlich auch ewig lang angeguckt. Entweder man braucht den Konami-Code dafür oder... Man kann die abbrechen, wenn man sie einmal gesehen hat, am selben Turm. Also das muss es wahrscheinlich sein. Das mache ich nämlich immer. Das ergibt Sinn. Weil dann haben unsere beide Erfahrungen uns nicht getrübt. Ich glaube dann war es... Ja, du kommst zu spät. Er läuft schon wieder an einem Partnerkrog vorbei. Krog gefunden. Ja,
Ja, das Ding ist, dass ich... Ich glaube, Matthias läuft jetzt so lang der Straße nach, bis er einen Birk da findet. Mhm. Super klein ist die Chance nicht. Nee. Okay, jetzt hat Janis wieder ein bisschen Reis. Ja. Ich glaube, er muss nur noch einen craften. Waren es nicht zwei? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er den einen von Birk da bekommen hat. Wir fragen ihn einfach gleich, wenn er abgeschlossen hat, wenn er... Du willst mich verarschen. Es regnet. Das Feuer geht nicht an, wenn es regnet. Aber kann sich in Hatino doch schlafen legen, oder? Ja. Aber er ist... Das stresst ihn gerade. Das geht nicht, wenn es regnet, oder? Doch. Er ist überdacht. Mich wundert es nur, dass es ausgegangen ist. Ja. Ja, muss er mal schnell kochen jetzt hier. Da ist Birk da, der Letzte. Hat er den gesehen? Ja, hat er. Sehr gut. Oh, das gibt gleich. Das waren dann 5 für Janis. Können wir einmal mit Janis sprechen? Hallöchen. Na? Na? Hast du die alle selber gemacht? Ja, weil das eine habe ich gegessen. Und ach so, ja, okay, gut. Dementsprechend, und ja, das ist noch... Dann zählt das. Ja, das haben wir auch gesehen. Stark. Ein Punkt für dich. Ja, die könnte ich auch privat. Sehr schön. Dann war dein Text. Oh, Gott sei Dank. Oh. Ja, oh, ja. Gerade rechtzeitig. Gleich gibt es so richtig Schmerz, Leute. Gleich gibt es richtig Schmerz. Hallo, ein Punkt für Matthias. Ja. Leute, ey. Ich sag's dir jetzt, wie es ist. Es war nicht mal knapp, ich hatte einen. Ja, gut, aber das kann ich ja nicht riechen. Deswegen habe ich eben nichts gesagt. Ich dachte, in der Anspannung kannst du ein bisschen leben. Ich komm dir gleich, du. Also ich hätte auch tatsächlich nur von zweien jetzt spontane Positionen gewusst, von daher... Ich drehe mal. Ich hab die nur so, aber mir fehlt jetzt noch einer und ich musste jetzt. Also es war einfach nur ein Rennen den Weg entlang und hoffe, dass du auf einen triffst. Ja. Okay, wie viel jetzt muss ich mir überlegen, was ich mache. Ja, was mache ich jetzt, ne? Wo geht's hin? Ja, da sind wir jetzt auch gleich gespannt. Also, jetzt müssen sie natürlich eine komplett neue Strategie wählen, beide. Diagonal geht ja auch, ne? Ja. Also Janis könnte noch echt gut diagonal gehen, aber ja, die zwei Quests von Pen, Pine dauern halt. Oh Gott. Ja, aber zumindest das Set hat er schnell gekauft, weil jetzt müsste er genug Geld haben oder genug verkaufen können. Das macht er jetzt auch. Der geht nämlich zurück zum Spähposten. Mhm. Die Mütze hat er ja schon mal. Die 30er Waffe craften, er hat nach Möglichkeit, das wird er auch noch hinbekommen. Dann muss er sich schnell Richtung Orni aufmachen und durchholzen. Ja. Ja, komm, jetzt teleportier mal. Was macht er? Nicht zu viel nachdenken. Du musst auch auf A drücken. Ich gehört hätte. Und ich glaube, dass er tatsächlich überlegt hat, ob das jetzt die Strategie ist, die er fahren will, oder ob er was anderes macht. Jetzt muss ich jetzt mal mein Herz wieder beruhigen. Ich bin wirklich voll im Arsch gerade. Sehr lustig, weil er gerade an einem NPC vorbeigelaufen ist, auf dem der hat gesagt, ich bin völlig fertig. Können jetzt passend. Durch die Zeit tatsächlich, ja. Aber ich hab die am Anfang leider stehen gelassen, den einen noch. Und ach, da steht er doch. Ja. Wer denn? Links. Der Pen Pine. Ach. Neben dem Turm, aber er ist dran vorbeigelaufen. Wer jetzt? Janis. Janis. Ich glaube aber tatsächlich, er muss für den Start der Quest, er kann vielleicht schon mit ihm reden, aber oben im Kleeblatt-Kurier stehen. Ich glaube, er sagt ihm nur, komm mal zum Kleeblatt-Kurier. Ja, das müsste es sein. Für den Rest des Jahres. Ja. Okay, Rüstung wird nicht gekauft. Körperanspannung. Das ist spannend, weil ich habe diese Diagonale gerade auch nicht gesehen und es kann sein, dass Janis das gerade auch nicht checkt. Ja, ja, ja. Mhm. Weil Diagonale im Blick zu behalten ist vielleicht immer noch ein Step weiter gedacht. Bin gespannt, wo er jetzt hingeht. Ich auch. Und Matthias hat halt theoretisch die Möglichkeit, die Spalte in der Mitte oder oben die ersten beiden von links nach rechts jetzt. Ja. Gut, oben, ganz oben von links nach rechts mit den 6 roten Herzen. Ja, das ist viel Arbeit. Aber da hat er auch einige Schreine schon zumindest angetaggt. Er hat sie angetaggt, aber noch nicht gemacht. Das Konstrukt besiegen muss natürlich erstmal eins finden und mit seinen wenigen Herzen das auch machen können. Mhm, das stimmt.
Meiner Zählung nach hat Matthias schon 3 Majoi-Signen. Oder habt ihr das auch? Hat er. Könnte ja eventuell auch was sein in der Mitte, Hochhand. Also er hat 2 hatten beide schon im Inventar und er hat noch einen gemacht. Okay. Damit hat er 3 insgesamt aktuell. Jetzt Jan ist auf der Suche nach Leuchtsam und eine Truhe. und ich habe gerade gelesen, Non-Binary Balloon im Chat. Bingo. Nein, wir spielen Lockout-Bingo. Deswegen war das gerade so wichtig, dass Matthias da Janis noch dazwischen gefunkt hat. Denn sonst hätte Janis jetzt mit ein paar Birkdust das Spiel tatsächlich gewonnen heute Abend. Sollten Sie es aber in Anbetracht der Zeit nicht schaffen, ein einzelnes Bingo zu erhalten, dann geht's nach anderen Kategorien. Dann geht's darum, wer mehr Aufgaben geschafft hat, zum Beispiel. Und die auch genauso viel haben, dann Arm drücken. Ja. Dann Arm drücken. Dann Faustkampf. Ja. Na, alle mit dem Rauru-Arm, aber dann. Jetzt, Jan ist aber straight auf Leuchtsamenjagd, von denen Matthias auch schon einige hat. Ja, wenn die jetzt hätte. Die er gerade nicht weiter verfolgt, aber. Leuchtsamen. Hat er? Sind große und kleine zusammen? Nein. Ach so. Okay. Die sind Leuchtsamen, sind was anderes als Leuchtsamen. Da hat Matthias die richtige Antwort. Ja. Wir haben schon vorhin drüber geredet, also. Sag ich dir jetzt nicht viel. Naja, ist schon klar. Es ist so ein Ding, wo man sagt, ja. Das ist ja Riesenleuchtsamen. Das zählt nicht. Oh, immerhin ein Signum. Ein Signum gleich. Mhm. Ist hier denn irgendwo ein Ding? Dann da sind es auch 3 bei Janis. Yes. Da! Ich verstehe gerade die Strategie nicht. Also bei Janis kann man es erahnen. Matthias macht die Sonnenfleckchen. Ja. Mhm. Oh, das war ja toll. Aber eine Truhe. Immerhin, ja. Super, ey. Leute. 7. Wenn er jetzt schon bei 7 ist, man könnte natürlich auch nach so versteckten Truhen suchen. Ich bin gerade nicht sicher, ob es die im Wasser auch immer noch gibt. So wie bei Breath of the Wild. Ja, es gibt ein paar, auf jeden Fall ein paar. Sowas im Boden versteckt oder verschneit oder so. Oh, das würde ich nicht machen, Matthias. Ach, vielleicht, aber vielleicht kriegt das ja hin, wer weiß. Oder er hat es eingesehen. Okay. Give up. Mann, ja, es waren schon viele. Ey, ich habe übrigens keinen Plan mehr. Ne? Truhen habe ich vergessen, irgendwann auch selber mitzuzählen. Er geht nach Siegmären jetzt. Ich glaube, es ist wahrscheinlich. Das ist spannend, weil er Matthias wieder. Achso. Also. Bei mir ist es sowieso wenig. Von daher. Würde ich sagen, eh nicht relevant. Gut, jetzt sollte es zumindest ein paar Sonnenfleckchen geben. Mhm. Matthias. Ja. Janis committet sich gerade ganz doll unten auf von links nach rechts, weil er nach den Truhen fragt, die Signien macht. Stimmt. Oh. Sehr gut. Rüstungsteil verbessern, du brauchst die Fee dafür, oder? Ja. Ja. Puh, das dauert aber ewig, oder? Ja. Bis du das aktiviert hast. Das ist ein Weg, auf jeden Fall. Vielleicht wird es doch noch in der Runde. Okay, gleich da noch eine Truhe. Ja, Matthias macht sich, glaube ich, auf den Weg zur Statue, kann das sein? Aber ja, ich meine schon. Ja, das ist jetzt wieder mit einigen Leuchtsamen. Oh, Leuchtsam. Wie viel haben wir? 37. Das ist eine mehr als Matthias hat. Stellt euch vor, wir müssten am Schluss auszählen, was sie prozentual von den Aufgaben schon geschafft haben. Okay, noch ein Signum gleich. Ja. Dann sind wir bei 4 bei Janis. Jetzt. Ja, Matthias ist auf jeden Fall im Zora-Gebiet. Ja, okay, dann macht er den. Ja. Aber die Statue. Die ist nicht da ist oben. Ist nicht da, ja. Und das ist der Bossfight davor, oder? Dass du den nee, der kommt erst später. Das ist ja dein guter Freund. Aber das Signum liegt noch da. Gut, hat er noch gesehen. Okay, gut. Wahrscheinlich nicht, oder? Der gute Sidon. Ist das Teil davon? Was damit gemeint? Nee. Da lassen wir ihn jetzt aber auch mal im Unglauben, würde ich sagen. Würde ich aber auch sagen. Vom Craftian Hydrant. Ach, hast du noch nicht, ne? Nein, ich glaube nicht.
da fehlt Matthias. Ich drehe mich dreimal im Kreis und weiß gar nichts mehr. Da fehlt Matthias die Info, dass er einmal ins Zurer Dorf oder in die Stadt tatsächlich rein muss. Helge hatte sie ja bekommen, hat sie ja gesagt, Sidon, dass er zu Jona muss. Ja. Da hat Janus jetzt die Truhe. Das ist die vierte, ne? Mhm. Die vierte? Mhm. Fünfte? Ja, aber gut. Ich dachte, du hast immer noch eine Truhe mehr. Ja. Bleiben wir dann bei vier. Zählen ist schwer am Abend. Das ist doch wirklich viel zu zählen. Ja, er sucht die Zora-Stadt. Ja. Er ist halt direkt oben gelandet, jetzt bei Sidon. Aber dann... Von da aus kommt er eigentlich mal, guck mal auf runter, die Map. Ja. Da ist es doch. Du hast es doch gerade gesehen. Da unten links ist es doch. Hinter dem Fels. Ja, da, blau. Sehr gut, sehr gut. Links, links, links. Gut, ein bisschen weiter runter. Wir wissen ja, dass du nicht so gut gleiten kannst. Was macht er denn da? Nicht sterben. Gut. Okay, gut. Vielleicht sucht er den Turm, weil er dieses grüne Ding auf der Karte so mag. Ja, nee. Ich weiß es nicht. Ich dachte, er geht jetzt ins Dorf. Dark Arm Tiffy schreibt auch, er will zum Turm, dass er die Karte aufdeckt, damit er halt sich besser orientieren kann, kann ich mir vorstellen, wenn er jetzt wirklich gerade komplett lost ist. Ja. Und er wird dann damit ja auch wieder schneller hochkommen, weil du hast ja noch nicht die Zora-Rüstung und sowas, ne? Und er muss ja auch wieder zurück nachher. Ne, er muss gar nicht mehr da hoch. Er muss tatsächlich nur in der Stadt die eine Statue, die ganz verdreckt ist. Ah, okay. Ja. Ich mich erschreckt. Ah. Der blutrote Mond. Blutmond. Da sieht man mal, wie konzentriert die zwei sind. Ja, da wär der wenn einen sowas schon so raushaut. Mm. Aber ist ja auch nicht verkehrt, weil Matthias hat ja jetzt auch schon drei Türme. Hätte ich jetzt mal einen Porno. Ja, dann wäre das auch der vierte Turm in einem. Stimmt. Das ist nämlich auch wirklich keine, die zweite Reihe für ihn wäre keine schlechte Wahl. Ja. Das Konstrukt dann ist natürlich ein bisschen anstrengend, aber die Waffe kriegt er auch relativ schnell hin. Denke ich auch. Und er hat auch schon viel in die Krogsamen reingebuttert, die würden ihm dann wieder was bringen. Mhm. Das ist wahr. Wenn er die bei Maronis abgibt. Die Nerven liegen blank. Mhm. Der Weg zum Turm ist aber auch nicht nur ein kleines Stückchen. Ja gut, er könnte sich noch ein bisschen hochwuchten und zumindest ein bisschen Weg sparen. Macht er jetzt auch. Oh, ein paar Sonnenfleckchen mitnehmen. Vielleicht. Was macht Janus jetzt? Er craftet. Und hat eine 12. Oh, okay, alles klar. Das, wir zählen die nicht zusammen. Nee. Das muss schon eine einzelne Waffe sein. Aber das wird der vierte Turm für. Aber man kann nicht zwei Knochenarme aneinander machen, ne? Nee. Weil das gerade auch im Chat geschrieben wurde. Es gibt immer nur. Nicht, du also kannst nicht Waffe an Waffe machen. Ja. Du kannst nur ergänzen. Genau. So, ja. Aber. Es sind auch zu viele von diesen stehen immer im Weg, ne? Ja, und die es nicht dann edelnd lange verfolgen. Schleim. Muss er auch sauber machen. Gerade aber. Das weiß er wie. Das sah kurz aus, als wüsste es. Ah ja. Ja. Okay. Aber ich glaube, er weiß nicht mehr, wie man wirft. Ja, das ist auch nicht gerade leicht, muss man sagen. 15 Kombinationen. Ja, im Zweifel schießen Pfeil drauf. Ja, stimmt. Ja, genau. Klebst an Pfeil. Gut ist. Steuerung. Ah, okay. Ja, gut. Sehr gut. Gerade die Steuerung vergessen. Okay. Turm Nummer. Was ist denn nochmal Zelda? Okay, dann haben wir das. Darf ich noch warten, bis er landet? Ich würde es gern sehen, ja. Ja. Ja, kannst du schon mal abhaken, damit er. Ja, damit er ist sehr erwartungsvoll gerade. Da irre ich mich. Nein, tust du nicht. Gut. Oh. Das war eine schwere Geburt, sag ich dir. Das heißt, du hast aber wirklich das Lager geklärt. Aber wenn er jetzt stirbt, mache ich es aus Spaß wieder weg, ja? Ja. Ja. Finde ich gut. Da ist ein Schrein auch in dieser Kugel drin. Mhm. Ey, wenn du dir die Route nachher anguckst, die ich gelaufen bin. Das ist. Könnte sogar einer sein, wo du ein Rätsel machen musst. Also, guck mal rechts. So ein Hinox. Dann ist das an einem Hinox dran, okay. Also,
Der bringt ihm gerade aber für seine Aufgabe nicht viel. Aber wenn man den findet, würde ich ihn auch mitnehmen. Ja, konnte man auch die Hinox-Zähne denn oder die Zähne auch für eine Waffe mitcraften? Ja. Die müssen ja auch recht kräftig sein, ne? Ja. Vielleicht kann er das gleich mitmachen. Ein paar Äpfel einsammeln. Wie er sich kurz mal kratzen. Überhaupt Energie abgezogen? Ich meine, das sehen wir gleich. Ja, ja. Doch, das war schlecht, war es nicht. Matthias wieder mit einem Schrein, den er aber auch nur angestupst hat. Mach die Bomben rauf, mein Freund. Ist das eine Kugel? Da war es ganz kurz. Kuckuck. Da. Oh. Das ist jetzt aber auch erst der erste Bosskampf, den wir sehen heute. Ja, das stimmt. Na? Wie viel Fall hat er? Nur noch 9. Immerhin. Sie hatten von Anfang an von mir 26 beide. Oh, das zieht aber auch echt wenig ab am Anfang. Aber der Zweihänder, der da hängt, ich glaube, den hätte er gern. So schlecht ist es aber nicht, die Taktik bisher. So. Ja, den könnte er noch hinkriegen. Er muss aber treffen mit das dem Fall. Das reicht nicht, gleich. Matthias. Oh nein. Matthias. War er bereits wieder auf dem Boden? Nee, aber er war auf der Insel. Gib's auf! Landet er jetzt automatisch aus Versehen im Zoradorf? Ich glaube. Okay, sehr gut gemacht. Schaut mal, ja? Ja. Aber ja. Matthias ist bei den Zoras. Das ist sehr gut. Zufall, aber sehr gut. Da ist nämlich die Statue, da direkt in der Mitte. Oder? Ja, das ist die Statue. Das Glück ist mit den Zufälligen. Oder ist es... Yes. Jawohl! Okay. Ja? Treffer. Ich hoffe. Yes. Echt? Jetzt weißt du zumindest, wo ich gerade bin. Oha. Das ist aber die Taktik. Ganz gut von Janis mit dem Slow-Mo. Das ist ja wieder spannend jetzt hier. Den Fall reinfallen. Ja. Den Helox sollte er gleich haben. Der wird gleich an ihn gehen. Wieder, ne? Und damit auch die Waffe, die Matthias schon wieder aber jetzt auch nicht was mehr. Versaut. Würde ich behaupten. Okay. Janis hat Helox. Den Helox. Aber was denn? Hab den kleinen Hinox gelegt. So, und jetzt müsst ihr gleich mal gucken, ob er craften kann. Das Hinox-Horn sieht nicht schlecht aus, muss man sagen. Langschwert und Hinox-Horn. Mhm. Oder Fußnagel. Fußnagel hat 7. Weißt du, Hinox. Der Zahn hat 8. 6 nur. Kommt dir entgegen, macht dich kalt. Das ist so geil. Der hätte ich mehr erwartet, muss ich sagen. Ja, dann aber halt, also nee, ich dachte, das reicht nicht, weil er braucht irgendwas mit 10. Halber Punkt für Janis, weil er total vergaß, dass er Pfeile verstärken konnte. Das stimmt. Okay, denk. Da ein. Ja, das hätte ich auch gedacht, aber da hat er schon wieder eine Signie. Holt sich Matthias jetzt das Set. Er geht ja wieder zum Posten. Ja. Er hat ihn auch direkt erkannt. Das war das O. Ja. Ach so, ja, okay. Ja. Aber er weiß, wo er hin muss. Ja, das stimmt. Ah, Bekommt er jetzt auch einen Questmarker dafür eigentlich? Also ich glaube nicht. Aber er wird zumindest da. Man trifft ja eh drauf. Ja. Ja, Matthias ist jetzt auf dem Weg. Ah, nee. Der hat er genug Schreine gemacht? Will er denn hin? Ich weiß es nicht. Also ich dachte kurz, er will an die Statue. Ja, genau. Nee? Das ergibt ja wenig Sinn. Gerade, oder? Zum Tauchen. Er hat nicht genug Schreine, ne? Nee. Aber da unten war eine Höhle. Ja, und da will er wahrscheinlich rein. Ja. Aber das wird erst später getriggert, glaube ich. Ich mich gerade erschrocken. Ja, schwören können. Was ist los? Blutmond? Ich bin sehr gespannt, was er da wollte. Das wird er uns bestimmt nachher erzählen. Ja. Ja, ich dachte, er hat genug Geld. Zählen die Gegner Truhen? Die diese Würmer droppen? Ja. Ja, alle Truhen. Sehr gut. War das eine oder zwei? Da ist die zweite. Das wäre die zweite.
Yes. Dann zwei bei Janis, ja? Mhm. Ja. Das war gut. Ja. Ich weiß nicht, wo Matthias jetzt hin will, weil der hätte eigentlich genug Geld, meiner Meinung nach, zumindest mit Verkaufen, für dieses Set, für das Julia-Set, das im Sperrposten ist. Aber das weiß er, glaube ich, nicht. Auf dem Weg zum Schrein? Sieht so aus. Ja. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass Janis das mit den Leuchtwurzeln, Samen schneller hinkriegt, weil er jetzt schon wieder in der Höhle ist und da hängen schon wieder 9 Stück. Mhm. Glaube ich. Dumm. Gut, aber die Leuchtsamen sind ja mittlerweile... Mhm. Aber wie viele hat er denn? Waren es 37 oder so? Also wenn er noch nicht mehr eingesammelt hat als vorhin. Das weiß ich nicht. Ja, okay, gleich gucke ich nach. Da waren noch ordentlich welche. Da ist noch einer. Ich hatte mitgenommen. 51. Ja. Okay. Wo sind die denn hier? Was ist das? Rechts, Mitte. 50 Leuchtsamen. Hm. Ja, yes. Das hat Matthias nicht verfolgt. Aber... Aber es wird mal wieder Zeit. Das war sehr gelingt. Ein kleines Päuschen könnt ihr uns Regie mal zuschalten. Hallo, guten Tag. Hallo. Hört ihr uns? Ja. Also, da ihr bestimmt auch schon gut erschöpft seid, wird es mal wieder Zeit für eine kleine Pause. Aber eine ganz kurze. Dann geht mal bitte beide auf Pause. Schnauft mal kurz durch. Und wir machen das auch, aber nur für einen Spot. Dann sind wir gleich wieder für euch da. Isotonisch, vitaminhaltig, mit 0,0% Alkohol. Bitburger 0,0, immer ein Bit frischer. So, wir haben es gesagt, eine ganz kurze Pause, da sind wir gleich wieder für euch zurück. Jetzt sind doch in recht kurzer Zeit recht viele Bingo-Felder gefallen. Mhm. Finde ich auch, ja. Könnt ihr mal einen kleinen Blick drauf werfen, wie der aktuelle Stand ist. Hallo ihr Lieben. Hallo. Guten Tag. Ihr habt ordentlich voll gemacht, gerade in den letzten paar Minuten. Ja, so ein bisschen kam dazu, ne? Ja, aber ihr werdet gleich nochmal die Gelegenheit haben, also jetzt, wo das Adrenalin wieder runter ist, ja, müssen wir wieder auf Betriebstemperatur gleich spielen. Aber, ja, ich hoffe, ihr habt eure Taktik euch zurechtgelegt. Dann kommt gleich ein Bumper und ich starte dann im Anschluss für euch den Run. Alles klar. Alright. So, und auf Go. 3, 2, 1, Go. Ja, und da hören sie uns beide nicht mehr. Und da hat Janis auch direkt wieder was eingesammelt. Yes. Was ein Signum? Da. Mhm. 5 haben wir. 3 fehlen noch. Und ganz liebe Grüße an die Freunde von Hazel, die gerade bei Hazel im Chat waren und uns gerade geradet haben. Was seid ihr, Nüsschen? Wahrscheinlich. Hallo, liebe Nüsschen. Wir spielen gerade Bingo Battle mit Matthias und Janis und die sind beide schon ganz schön lang unterwegs und emsig am Sammeln von Bingo-Feldern, aber wir sind noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung es geht. Also jetzt ist Matthias tatsächlich genau bei dem Hinox gelandet. Ja, da wird er dran vorbeistampfen. Ja, also das hat ja keinen Sinn. Nee. Ja, da macht er nicht mal leise, ist egal. Den hat Janis gerade gelegt und damit den Punkt gemacht. So, dann will Janis erstmal mit den Schreinen. Nee, der aktiviert schon den Warp, ne? Schon, der macht schon, damit er dann vielleicht den Bingo blockt. Lichtwurzeln hat Matthias noch gar keine, ne? Der war noch gar nicht. Nee, der war noch gar nicht unten. Nee. Da ist nochmal ein Maui-Signums-Häschen, wie auch immer die heißen. Wie heißen die denn nochmal? Das ist nicht Maiois? Nee, die Maiois sind die großen. Okay. Und die Mini-Jois. Das ist ja süß. Mini-Joy. Die Kleinen haben auch irgendeinen Namen. Ich sag einfach Hasis. Ja. Ja, wenn er die abschießt, gäbe es auch schon wieder 2 Truhen für ihn. Aber ich glaube, er schlägt drum rum.
Oder das war nicht. Oh. So nett. Das war ungesund. Man weiß aber auch nie, wie weit die Viecher kommen. Ja, aber das stelle ich mir auch wirklich unangenehm vor. Ja, das ist wahr. Mhm. Das ist echt nicht, die sind nicht cool. Da drin willst du wirklich nicht stecken. Nee. Und jetzt sieht auch kaum was ab, ey. Er hat keine guten Waffen. Nee. Er kombiniert auch nicht so viel. Nee, er hat auch noch nicht viel gekämpft, muss man sagen. Das ist auch wahr, ja. Was richtig? Die zwei Quests von Paaren noch abschließen, Klebert? Ist doch eigentlich jetzt ein guter Call, oder? Ja, da kommt er drüber latschen und alles machen. Ja. Oh, ich habe einen Wohnung gefunden, wenn du wissen willst, wo er ist. Oh ja. Direkt hier vor, also auf dem Weg wirklich zum Turm nach Hebra ist er. Okay. Also, ist auf dem ganzen. Hello. Da trifft Jannis das erste Mal auf unseren guten Freund Maronus. Da ist er. Wie viele Koksarm hat er denn? Er hat ja den großen Quest gemacht, aber von den kleinen vielleicht einen eingesammelt oder so? Schlacht. Mhm. Wir werden es gleich mal sehen. Erstmal die Bäume weghauen. Matthias wieder mit einem Signum. Yes. Nach dem Treffen geht Maronus zum Posten, ne? Ja, ja. Also wenn man hier sich das nicht gleich alles abholt, dann erst beim Posten. Ja, da haben sie ja beide ein Schnellreiseding hin. Oh, ich finde den so süß. Der ist auch cute. Okay, er hat die 8. 8 also. Hat er, okay. Er bräuchte 11. Ja. Da muss er noch mal. Aber er steckt es ins Schild, das ist schon mal gut. Schild für besser, ne? Das war die erste. Schildinventarerweiterung, ja. Da, ja. Eine. Kowalki schon mal 4 hinmachen, oder? Die haut er doch alle weg. Nee, er hat nicht genug. Er hat nicht genug, ja. Ah, fehlen 3 Krugs. Ja, sind es nicht insgesamt, wie viel sind es? Ach, 4 Erweiterungen. Okay, dann 3 können wir hinmachen, ne? Weil die 3 wird er jetzt wohl machen. Achso, das ja. Kann ich jetzt nicht. Ah, Doch, nee, ich glaube, der kann gleich. Doch, er müsste doch gleich sprechen können nochmal. Oder ja, doch. Doch, ja, ja. Okay, alles klar. Matthias wieder einen Schrein angetickt, aber er muss sie halt auch einfach mal machen. Ja. Ich habe nicht mitgezählt. Du hast nicht mitgezählt? Liebe den Song. Das finde ich auch. Maronus. Das finde ich auch nur gut, dass Jannis das nicht überspringt. Das ist konsequent. Das ist einfach. Man kann Maronus nicht abbrechen. Wie relevant wird das noch? Sollte ich das tun oder sollte ich das nicht tun? Das freut mich auch gerade. Oh, Matthias ist bei einer Drachenträne. Du Arsch! Ach, wo Impal ist. Jetzt ist er weg. Okay. Ja, dann muss ich ja. Nach zweimal? Mhm. Und er braucht 3 Krugs und muss ihn wiederfinden. Ja. Da ist das Hasi. Ich hoffe nur, dass du in der Zeit nicht so rasierst. Matthias hat sich gegen die Drachenträne entschieden, würde ich behaupten. Hm. Ja. Auch okay. Ja, das dauert, glaube ich. Ach, Matthias, will er jetzt auch zu dem Turm, oder? Das sieht so aus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der Plan. Ach doch, der ist auch bei Maronus jetzt. Ah. Aber so viel mehr hat er auch nicht. Einen wahrscheinlich mehr. Ich schätze auch. Naja, aber Maronus haut ja eh ab. Also, dann gucken, wer ihn zuerst wieder erreicht. Genau. Matthias sollte wirklich seine Waffen mal ein bisschen. Das ist die Hölle. Nee. Das ist böse. Das wird anstrengend, wenn er das wirklich jetzt machen will. Ja. Ja, das dachte ich auch gerade. Ja. Oh, oh. Aber den, ach, come on. Also die kriegt er nicht mehr. Ja, der Maioi ist aber da hinten. Vielleicht. Ja, den könnte den soll er holen und dann schleunigst weg. Ja. Ich find's gut, dass wir auch alle diese Höhle einfach abgespeichert haben. Es hat was getriggert einfach. Diese Form kenne ich doch. Aus meinem Albträumen. Ja. Sie sind beide gleich, fast gleich auf den Maioi hinterher. Aber Jannis echt mehr Wert auf seine Waffen legt. Jannis hat jetzt 2, 6 insgesamt. Ja. Dann habe ich alles richtig.
Aber Matthias hat gleich auch die ersten beiden Schildverbesserungen. Wenn er sich nicht vertickt, ja. Da war Nummer eins. Das kann ja Menuing. Ja. Der größte Feind. Können wir gleich bei Matthias beobachten, wie ihm auffällt, dass Maronus verschwindet. Ja, das stimmt. Da ging die Augen hoch. Ja, schön. Ja, das natürlich macht es noch ein bisschen... Aber sie fangen beide so ein bisschen einige Sachen an und machen es dann nicht fertig. Immer noch. Obwohl wir eigentlich schon jetzt das stimmt. Auf jeden Fall in der zweiten Hälfte des Abends sind. Er jetzt auch natürlich in der Höhle. Oh nein. Er ist die böse Höhle. Und ich weiß nicht, ob er das weiß. Ich weiß nicht, ob er genauso reagiert wie Janis gleich. Wir werden es gleich mal sehen. Oh oh. Aber er rennt zum Schrein. Nicht okay, schlecht. Hauptsache hoch. Ja, ja. Der Rest ist. Oh oh. Ja, komm. Na gut, der hat ja auch noch ein ganzes Viertel Herz über. Ja, gut, gesaved. Wieder ein Schrein. Oh, hier nicht auch irgendwo. Wahrscheinlich. Er macht den Schrei. Nee, macht er nicht. Nee. Er aktiviert doch, er geht rein. Aber vielleicht für eine Truhe? Hätte, wäre das voll praktisch. Ja, mal gucken. Aber dann kann er den Schrein ja auch komplett machen, je nachdem welcher es ist. Es könnte vielleicht auch einer sein, wirklich, wo nur die Truhe drin ist. Ja, ist. Ja, natürlich, das ist ja eigentlich die Belohnung eben, für, ne? Für das Hände. Suchen. Ja. Ja. Das heißt, das war eine Truhe. Also, Truhe. Da war eine Energiesphäre zwar nur drin, aber. Und da werden jetzt auch seine Herzen aufgefüllt, das ist doch praktisch. Mhm. Truhe, Truhe, Truhe. Da. Und da ist das Segenslicht. Janis sitzt auch vor einem Schrein, geht aber nicht rein. Meine da. Und dann. Was sucht er denn? Irgendwo da. Ich glaube, er sucht Höhlen. Weil bis jetzt war er sehr nach diesen Maiois-Segnen unterwegs. Das stimmt. Ich glaube, er ist immer noch bei Signen und Truhen. Und dann schnell den Blitz. Und dann hat er aber auch noch eine Aufgabe vor sich. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir die Zeit ausgeht. Weißt du, so ein paar kleinere Investitionen am Laufen, aber... Ja. Ja, ich genau. Glaube, man geht auch, also ich gehe auch mehrere gleichzeitig gerade. Ja. Ja, genau. Okay, also ein Maiori auf hier. Ich bin halt echt gespannt, wer als erstes sich dieses Set holt. Mhm. Oder ob sich jemand ein Set holt, aber gerade geht Matthias ja sehr auch... Das war noch ein Signum bei Matthias. Auf die erste, ja. War nicht hier irgendwo? Puh, puh, puh. Guck nochmal. Ja, ich würde mich nochmal umgucken. Aber vielleicht auch noch ein bisschen einfach entspannt, so von der Klippe ab. Das ist auch immer gut. Also, das ist wirklich. Bin gespannt, weil sowas wie die Sonnenfleckchen, Matthias hat doch schon. Wie viel hat er? Immer noch Tooling zu aktivieren. Ein Drittel davon, also die findest du eigentlich, ja, die kannst du relativ schnell erledigen. Ja. Dass man halt irgendwann umschwenkt und sich sagt, Hauptsache Aufgaben erledigen. Auch, ja. Ausdauer. Du schwingst ja einmal mit einer Zweihandwaffe weg. Ich kann es nachvollziehen, weil wenn Matthias oben auf die Sonnenfleckchen geht, wenn er entsprechende Stellen findet, so viele andere Aufgaben kann er nicht miterledigen, wenn er dann oben rumfliegt. Und er hat nicht allzu viel Reichweite. Das stimmt. Also muss er, ich denke mal, er schätzt auf gut Glück. Wo er noch was mitnehmen kann. Wird uns irgendwie so 10 Minuten vorher nochmal. Also ein bisschen Countdown wäre natürlich gut. Also wenn ihr uns da. Ja, wir könnten mal kurz reingehen. Auf jeden Fall, weil so, da muss man jetzt irgendwie sich nochmal mitnehmen. Ja. Hallöle? Was ist der? Hä? Regie, wir würden gerne nochmal kurz. Ja, wir sind da. Ah, ihr seid da. Hi. Ja, wenn ihr kurz eine Ansage braucht, also wir haben jetzt noch knapp 36 Minuten über. Ihr kriegt 10 Minuten vor Ende dann nochmal die Ansage, okay, dass noch 10 Minuten sind. Also richtet euch auf etwas über eine halbe Stunde ein, wenn ihr einiges an Zeitgefühl habt.
Okay. Na, geht so. Aber okay, danke. Und Sarah, du hattest gesagt, wie viele man von diesen Crocs-Armen braucht, ne? Ich hab's leider vergessen. Das kann ich euch nochmal sagen. Es sind insgesamt 11. Insgesamt 11. Okay, alles klar. Danke dir. Gerne. Ich finde es gut, dass Matthias auch diese Dame, die immer am Kämpfen war, einfach kämpfen hat lassen. Ja. Ab 37 Minuten noch über werden ja. Damen ja. auch einfach im Stich gelassen. Kann ich aber auch verstehen. Jetzt gerade ist anderes wichtiger. Mhm. Ja, jetzt müsst ihr noch einen finden, oder? Einen Krogsamen und dann zu Maronus. Ja. Mhm. Und Matthias ist erstmal auf dem Weg in den Untergrund. Oh. Kann das sein? Passiert das heute noch? Möchte er die 5 Lichtwurzeln aktivieren? Mhm. Ja, ich glaube schon. Also im besten Fall, wenn er die jetzt hier aktiviert, hat er noch ein paar Türme aktiv. Zu den Türmen hinbeamen, hochwuchten und dann direkt in ganz der Löcher rein. Stimmt, ja. Das ist wirklich nicht schlecht. Das wäre eine echt gute Taktik. Du kommst ja eigentlich von jedem Loch fast zu einem, also es ist schon eine höhere Wahrscheinlichkeit, wenn du in ein Loch fällst, dass du eigentlich eine Lichtwurzel siehst und dann direkt hinfliegen kannst. Das heißt, genau. Er könnte eigentlich 5 Löcher aktivieren. Also 5 Löcher suchen und aktivieren. Ich liebe deinen kritischen Blick. Das ich versuche gerade, um Ecken rumzugucken. Stark. So sieht's auch aus. Ja, so eine Lichtwurzel für Matthias. Yes. Lichtwurzeln. Da. Und Janis sollte jetzt genug Krugsamen haben. Jetzt muss er nur noch sich überlegen, wo Maronus war. Also ich habe ihn erst nach 50 Stunden wieder gesehen, nach dem ersten Mal. Aber ist er denn direkt nachdem er da verschwindet im Spähpost? Ich würde es sagen, aber ich habe ihn da erst wieder gefunden. Zumindest. Er hat irgendwas mit Osten gesagt. Ich habe nur gesehen, dass Osten die ganze Zeit rot gehighlightet war, aber ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, das gucken wir mal nach. Das weiß der Chat vielleicht dann auch. Naja, die absoluten Experten, die wir hier haben, die sind, haben ja letztes Mal kommentiert und dürfen heute spielen. Ja, vielleicht können sie in den Chat schreiben gleich. Diese Steuerung manchmal, ne? Nee, danach findet man ihn direkt beim Sperrposten. Okay. Oh, okay. Der ist ja auch östlich von da, wo wir gerade waren. Dann macht's Sinn. Ja, ich hab's auch gesehen gehabt. Das stimmt schon. Ist die Frage, weiß Janis das? Und sucht er sich noch Truhen? Ja. Matthias macht das komplett jetzt im Untergrund, weil die Leuchtsamen sind ihm ja jetzt egal. Und er hat ja auf der Karte oben markiert, wo die Schreine sind und kann sich das einfach auf der Karte nach unten übertragen und sich die Leuchtwurzeln holen. Ah, es ist schon ein riskanter Plan, weil selbst wenn er sich's markiert hat, da kann irgendwie eine unüberwindbare Wand sein oder irgendeine riesige Höhe, die du überwinden musst. Das ist also auch warm. Der muss ja wirklich jetzt Glück haben erstmal. Ja, jetzt könnte ich hier diese... Ach Gott, ich krieg Backflash zu der... Zu dieser Unterwelt. Mhm. Sie haben einfach nur Stunden damit verbracht, einfach nur die freizuschalten. Ja. Leider nicht der allerbeste Teil des Spiels. Mhm. Nee, aber Matthias macht jetzt eine interessante Strategie. Er macht das jetzt nämlich mit der Zeit zurück nach oben und kann es von da starten. Das ist sehr smart. Ah. Oh. Hätte ja klappen können. Na, okay. Erstaunlich unerfolgreich. Aber der Gedanke ist der zählt. Oh, ja. Knochenpferdchen. Ja. Einmal gesehen und dann nie wieder. Ja. Janis weiß anscheinend wirklich, wo alle Krux sind. Er hat aber jetzt eigentlich genug. Glaubt er, er braucht jetzt noch 11? Ich habe ihm gesagt, insgesamt. Und er hat es auch wiederholt. Ich glaube, er will jetzt 11 holen. Also noch 2. Also du hast es präzise genug gesagt. Wir sind nicht in der Pflicht, dann nochmal einzugreifen, finde ich. Das stimmt, ich finde auch. Also du hast ja gesagt insgesamt. Frag für einen Freund, wie lange verfolgen ein Monster so eigentlich? Reichweite abhängig. Licht an, oh oh. Das ist ganz cool. Erstmal. Ja.
Da wäre so ein Stahlpferd schon cool gewesen. Ich weiß nicht, ob das die... Er hat doch auch schon so viele Felder, also er hat doch oben eigentlich relativ viel Karte schon offen, ja, auf der er eigentlich noch Löcher haben müsste. I don't get it. Manchmal versteift man sich wahrscheinlich einfach. Und sieht er da irgendwas? Nee, er fliegt. Zumindest mal mit der Kamera drehen und mal gucken, ob da was ist. Das ist hier so gut. Also langsam ist es unrealistisch. Er hat jetzt noch eine halbe Stunde, 7 Schreine noch zu machen, die 5 Lichtwurzeln zu finden und das Set zu kaufen. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, warum er sich so auf die Lichtwurzeln versteift. Ich glaube, gerade bei der Restzeit müsste es jetzt sein, jetzt müssen die mal nicht auf Bingo, sondern auf die Masse gehen. Ja. Ne? Weil es ist jetzt auch nicht gefährlich, dass Jannis irgendwas abschließen könnte. Im Gegenteil, er könnte mit den Sonnenfleckchen, die eigentlich relativ schnell gehen, sollten ihm da noch dazwischen funken. Mhm. Also sonst haben wir ja ein 5-6 gerade im Moment. Oder er sucht eine teure Waffe. Oder eine starke Waffe. Ich weiß es nicht. Och, das schafft er nicht. Das macht keinen Sinn. Nee. Ja, merkt er jetzt auch. Aha. Oh. Wobei, Jannis gerade gestorben. Er wollte eigentlich nur so ein... Ich frag besser nicht nach. Hier. Lass mal lieber. Goldstein platt machen, wo die ganzen Edelsteine rauskommen. Ich habe mich vertan. Irgendwas ist explodiert. 5-7 natürlich. Oh, ich glaube, ich mal 5-7? Ja, also 7 für Jannis. Ja. Steht's gerade da. Ah, insgesamt. Ja, stimmt. Matthias überlegt sich eine neue Taktik. Da steht jetzt noch ein Birk da, aber der bringt ihm nichts mehr. Eins so heiß gesucht, jetzt bleib mir weg. Weißt du noch, als ich vorhin gesagt habe, hier ist ganz schön. Aber da geht's wieder nach unten. Mehr Kraft. Ja. Jetzt macht er smarter. Ja. Auf jeden Fall. Oder den Vulkan jetzt. So, ich meinte jetzt wirklich in Persona. Ach so. Ja. Ach, die ist nicht mehr kalt. Nee, Ja, das hat auch eine Truhe. Anspannung wärmt einfach ganz gut. Jetzt mal gucken. Sieht er was? Sieht er was? Ja, da ist doch was. Bitte. Na? Dann hat er noch die direkt am Untergrund, die ihm auch das Fotomodul bescheren müsste. Stimmt. Die Jannis schon freigeschaltet hat. Die Wurzel. Wenn er draufkommt, das war eine Wurzel für Matthias. Jetzt. Hä, aber dann muss doch hier irgendwo noch... da muss aber irgendwo ein Majoi sein. Wahrscheinlich hinter euch kleiden. Nee? Hey, why do me? Der Wahnsinn kommt langsam. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Man kann vielleicht jetzt Matthias eine gute Waffe. Einen guten Speer, ja. Mal gucken. Gucken, ob es was wird. 9. Nee, it's lame. Das wäre so knapp. Ja, vielleicht hat er ja schon was Gutes irgendwo eingesammelt. Ja, da würden ihm so eine Drachenschuppe würde helfen. Mhm. Ja, jetzt guckt er jetzt auch, was er so hat. Doch. Nee, das ist leider nicht. Er braucht was Zweistelliges. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, Matthias hat das gerade auch nicht auf dem Schirm mit der Knochenhand. Ja, fuck. Ich meine... Nee. Hä? Ja, das hängt sich jetzt an dem einen Majoi auf und Matthias währenddessen die Lichtwurzeln am Farmen. Denk mal genauer drüber nach, dann kommst du selber auf die Lösung. Oh, genau. Salty, dafür, dass er hinten ist. Nicht gewittert hat. Ja. Da ist es doch, oder? Da hätte ich auch gedacht, das kommt da so. Da leuchtet doch auf jeden Fall irgendwas grün. Was ist das? Ach nee, das ist für den Schrein. Aber. Ah, du musst, wo du den Schrein kombinieren musst. Ne? Ja.
So, ach, jetzt wird die Rüstung mal gekauft, endlich. Ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass das so spät erst passiert. Ich auch nicht, aber er hat auch nicht genug Rubine. Er kann bestimmt ein bisschen was verkaufen. Ja, halt, ja. Glaube ich auch. Ein Teil. Also 200 braucht er noch. Ab zu Maronus, aber... Hat er genug Samen? Nee. Für einen, ja. Und dann braucht er auch noch seine 3. Er hat sich aber jetzt nur die Hose 4 gekauft, oder? Ja. Maronus auf 3. Schildverbesserung. Yes. Ja, das letzte kann er nicht machen. Aber er könnte noch Sachen verkaufen. Ja. Matthias! Du hast doch so viel Kram. Während da bei Janis noch Thron rumliegen. Ey, unglaublich. Ja. Also, noch ein 2. So klein im Kopf ist auch gar nicht. Also, eine. Das drückt dann so. Da hat er die 2. aufgemacht? Ich glaube, dass das hier gar nicht in diesem Raum liegt. Die nicht noch hinten, oder? Da lag auch noch eine 2. Bin mir gerade nicht sicher. Chat, Hilfe! Ich mach mal ein Vielleicht dran. Was du tun musst, was auch immer es sein wird. Ist nicht da. Wir sind heute offen und ehrlich. Wie immer. Und geben es einfach zu, wenn wir so ein bisschen schätzen. Das muss manchmal auch sein. Okay, ja, jedes dieser Monster spuckt eine Truhe auf. Die Frage ist, da lagen auch 2. Die Frage ist, ob er beide aufgemacht hat. Das zählt ja nur, wenn er sie aufmacht. Ich mache hier gerade so eine Berti-Aktion. Das stimmt wohl. Und jeder weiß, was gemeint ist. Echt da. Ja. Dann ist er an einer Truhe vorbeigelaufen. Dankeschön. Dann haben wir es richtig gesehen. Yes. Dann nur eine. Also hat er jetzt 8, richtig? Ja. Okay. Ich da einen Teleportpunkt und dann ist das doch. Dann kann ich im Notfall hier hin zurück, dann ist es nicht so eine Berti-Aktion. Ja, ist gut, komm. Was willst du? Willst du mir das? Danke. Erklären, wie Miasma funktioniert, wenn man reinläuft. Mhm. Komm, spring rein. Ja. Yes. Okay. Danke. Ja. Ja, den kriegt man. Knapp kalkuliert. Und der ist direkt runter, meine ich, ne? Und Patsch. Da war doch, ja. Da. Dann ist das Nummer 3, oder? Ich guck mal. Nummer 3. 3 meine ich, ja. Yes. Nummer 4 schreibt jemand. Ich habe nur 3. Ich hätte auch 3. Ich habe auch 3. Ja. Das lässt sich aber easy überprüfen. Ja. Ja, Janis hatte auch einen. Mit I übrigens. Okay, aber lange schon im Spiel zu sein, aber nicht mal das Tor vom Stützpunkt zu geöffnet. Guck mal, da sieht er einen direkt hinten. Ja, weil er da in diesem Anfangsgebiet ist. Aber Janis ist jetzt bei Maronus. Ja. Und hat, glaube ich, genug. Also beim Stützpunkt. Ja, hat er. Ja, Janis macht jetzt Maronus fertig. Die Schilderweiterung. Yes. Aber er ist ein guter Janis. Er lässt immer noch die. Ja, das finde ich auch sehr gut. Die Katze laufen. Ich weiß nicht, ob ich smart ist, dir Informationen zu geben oder nicht, aber im Endeffekt macht es dir nur mehr Druck. Also, ich denke, ich bleib dabei. Er könnte sich noch verklicken. Ja, wir warten. Bleibst du am Spitzfunk? Das finde ich gut. Jo. Oh, nett hier. Nee. Da hat er es doch. So. Yes. Fuck. Wie fuck? Dann waren nee, das 4, ne? Nein, das so wurde schon angenommen. Ja, da haben wir jetzt noch ein paar Krugsamen gefüllt. Ich habe sogar ein bisschen zu viel gefunden. Da hatte ich aus diesem Internet eine falsche Information. Ich habe eine Tabelle gefunden, da stand, dass es hochskaliert 1, 2, 3, 5. Ja, habe ich auch gelesen. 4 ist eigentlich 5. Ich saß ja auch neben dir. Stimmt. So, und jetzt, er hat es wahrscheinlich weg, jetzt wird vercheckt. Okay. Aber Matthias mit der dritten Wurzel. Und Matthias hätte es holen können. Mhm. Matthias hat eine Wurzel, ja. Eine. Okay, Janis hat genug vercheckt. Ich glaube, das reicht mehr als genug. Ja.
Matthias war lange nah dran. Also es kann auch immer noch alles passieren. Ich meine, sowas wie die Sonnenfleckchen geht relativ schnell. Ja. Einmal halt vom Blitz treffen lassen. Dass er das Set nicht mitgenommen hat und so, das ist schon schade. Das stimmt. Mir läuft die Zeit. Wir gehen aber alle. Also es gibt ja nur noch unten die Möglichkeit auf dem Bingo und oben für Matthias. Sehe ich es richtig. Mann. Ja, das Filia-Set ist durch. Das war. Nee. Doch, warte. Er hatte die Mütze schon eingangs gebraucht. Ah, ja. Gerade deswegen wollte. Mann. Oh, Matthias wollte gerade ist gerade im Spielposten dafür angekommen. Dumm. Ich hätte es gerade haben können. Ja, das stimmt. Aber erst als ich aus dem Schlüsselpunkt rauslief, dachte ich, ach scheiße, du kannst ja auch Sachen verkaufen. Naja, gut, machst du gleich. Matthias. Ja, So, Regie, könnten uns gleich gerne nochmal raufschalten für das 10-Minute-Warning. Mann, ärgerlich. Fuck. Ne, es ist das 10-Minute-Warning bis zum 10-Minute-Time. Oh, ist es das? Oh ja, sorry, dann nicht. Aber diese Info bekommen sie nicht. Ja. Aber Matthias macht jetzt die letzte Lichtwurzel. Die sieht man da schon im Horizont. Yes. Scheiße. Ja, das sind Emotionen, die man nur bei Bingo-Battles sieht. Ja, dann brauche ich das auch gar nicht mehr machen eigentlich. Doch. Doch. Deine fünfte Wurzel. Do it. Wenn es jetzt auf Masse dann geht, schnell vom Blitz treffen lassen, das kriegt man auch noch hin, wenn das man dann... Ja, und es wird auf Masse gehen, weil jetzt hat nur noch... Ich übersehe doch nichts. Jetzt hat doch nur noch Janis unten die Chance. Und dass man das in 20 Minuten hinkriegt, da will ich auch erstmal sehen. Janis könnte auch immer noch in die Diagonale gehen, aber ich glaube nicht, dass er die zwei Quests jetzt schafft. Nee. Also die Waffe und die Quest schafft er nicht in der Kürze. Renn! Oh! Gut. Ja, dass am Kaufen eines Sets tatsächlich sich vielleicht einiges entscheidet. Das war die fünfte Wurzel. Yes. Da ist nicht mehr viel Freude. Im Moment. Naja, es gab das 10-Minute-Warning vor der 10-Minute-Warning vor der 10-Minute-Warning. Aber es gab nicht die 10-Minute-Warning vor der 10-Minute-Warning. Die haben wir ausgelassen. Ja, aber die beiden hätten ja noch 3 Timeouts und ein paar Einwechselspieler. Ja, stimmt. Und wenn sie am Schluss noch einen Hail Mary werfen, dann... Das würde passen, ja. Ach ja, in Kakariko gibt es kranzförmige Ruinen. Das sagen wir einem sehr oft in diesem Spiel. Wir haben uns sehr darüber aufgeregt. Ein Foto für mich machen? Vor allem auch, wenn du die schon lange erkundet hast, kommen sie immer noch zu dir und berichten dir von diesen Kranzruinen. Matthias jetzt am Schreine machen. Jetzt? Ja. Ich will auf Truhen hoffen, wobei die Truhen sind auch utopisch innerhalb der Kürze jetzt für beide. Das stimmt. Also 20 kriegen wir nicht hin in der Kürze. Hui. Man kann keine 2 Knochenhände verbinden. Ja doch. Hä? Aber nur mit der Ultra Hand. Also nicht mit dem Synthese-Ding halt, aber nicht als Waffe. Nicht in dem, wie es hier was bringen würde. Ach wie. Ach toll. Ach toll. Aber hast du noch Spaß? Ja, jetzt ein bisschen weniger, aber grundsätzlich schon. Autsch. Eine kleine Brücke. Ah, wird das klappen? Ja, da ist eine Truhe oben. Nee, schnapp sie dir. Sehr gut. Gut gemacht. Das Ding ist, ich war die ganze Zeit an dem Punkt, wo ich dachte, du holst dir die Rüstung eh. Ich die ganze Zeit dachte, das dachten wir auch. Drauf geschissen, das hole ich mir jetzt nicht mehr. Wir dachten auch, aber als es dann immer noch nicht abgekreuzt war. Ich sag mal, im Zweifel Dito. Aber dann dachte ich so irgendwann, ja gut, du musst das irgendwann noch machen, aber solange er es nicht macht, so und dann. Das ist jetzt wie gesagt, ich war ja da. Dann habe ich erstmal geschaut, wie viel Geld ich habe. Ja, schwierige Taktik. Gedacht, verkaufen. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was Matthias das jetzt noch fertig macht. Ist da noch eine? Oder will er den Schrein einfach fertig machen? Weil das ist Zeit, die ihm jetzt gerade.
Ist auch toll, dass das mit, also... Ja, verloren geht. Ja, jetzt ist er, wenn er schon mal drin ist. Slots ja. Bei Bonus machen sollen und so. Aber dass es dann Schildplätze sind... Die Frage, was könnte halt er schneller machen? Janis hat gerade gesagt, dass es ausgerechnet Schildplätze sind, die er freischaltet. Bringt mir ja gar nichts. Das hast du dir bewusst ausgedacht. Ja? War oh yes. Und ich. Das war extra. Ich habe noch vorgeschlagen Waffen und Sarah war aber direkt nein, da. Nein. Nee, das könnte ja irgendeinen Nutzen ja haben. Was, ja. Nutzen? Nein, danke. Ah. Ja, wohl, ihr könnt das doch, doch schaffen. Sehr gut. Ja. Aber genug Weg nach unten. Reicht das vor allem? Das ist jetzt nochmal die Frage. Man kann halt nicht klettern, ne? Ja, kann er sich noch ein bisschen weiter nach hinten stellen? Ja. Das funktioniert. Doch, das kriegt er hin. Ja. Den Rest klettert er hoch, wenn er es nicht reicht. Du kannst nicht klettern im Schrein. Ach, geht das gar nicht? Ja, nee. Ach, das sind rutschige Wände an der Seite. Ja, aber, ne? Aber jetzt perfekt. Abspringen vielleicht noch. Punktlandung. Das war der zweite Schrein. Janis ist, glaube ich, immer noch an den Majois dran. Mhm. Das ist aber auch das Wahrscheinlichste, was er noch schafft, weil er hat er ja schon 7, das ist der letzte, der ihm fehlt. Ja. Wundert mich auch sehr, dass sich niemand hat vom Blitz treffen lassen. Das ist so einfach. Auch sehr schnell, ja. Das passiert auch, wenn man es nicht möchte. Das ist wahr. Würde ich ja auch schätzen. Sie hätten darauf gehofft, wenn sie mal sehen, es regnet und es blitzt. Ja. Ja, weil reicht nicht nur der Regen? Nee, es muss auch schon aktiv blitzen. Nee, es muss, ja, es muss gewittern. Aber wir sind nicht wirklich in die Gegend gegangen. Ja, das stimmt auch. Also ich könnte gerade 2 Dinge tun und bin mir gerade selber nicht sicher, was ich tue. Ja, dann überleg noch ein bisschen. Ja, das ist nicht gut. Nee. Was würdet ihr jetzt noch machen von den offenen Sachen? Daher bin ich unsicher von dem, also Blitz hatten wir ja natürlich schon gesagt. Ja. In der Theorie, du könntest die Waffe, wenn du ein bisschen Glück hast, dann auch noch schnell craften. Das Konstrukt wird sehr knifflig. Na, also gerade mit der Energie, die sie haben, die 6 roten Herze sind utopisch, die Kisten auch bei 20 innerhalb der Kürze der Zeit. Die Majorin signieren, das sollte Janis gleich haben. Ja. Rüstungszahl wird leider nicht. Die Sonnenflecken. Ja. Ich glaube, die 3 Sachen hätte ich auch gemacht. Und Matthias ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 hinten, dann wird es immer noch Gleichstand werden. Theoretisch. Wobei Janis ja jetzt noch seine Majoris-Signen fertig macht. Mhm. Jetzt hat Matthias auch noch ausgerechnet so eine Insel gefunden, die ihm nichts bringt. Das klappt nicht, Kacke. Ich frage mich, was hatte er vor? Ich glaube Sonnenflecke. Also wenn er da oben ist. Oh. Ich hab mir auch das langsamste Pferd der Welt gefangen. Naja, kennt Matthias seins noch nicht. Wobei ich nicht weiß, wie schnell es ist, aber es hat noch weniger Ausdauer. Das stimmt. Aber Schnelligkeit ist, glaube ich, ein extra Punkt. Du kannst ja jetzt auch bei Tiers alles verbessern bei Marlon. Ja. Was ich auch sehr interessant fand. Was ich aber nicht wirklich genutzt habe, weil ich irgendwie später, wenn du so viele Schnellreisepunkte hast, dann. Reist man ja irgendwie gar nicht mehr mit dem Pferd. Ja, habe ich auch eigentlich nicht mehr gemacht danach. Nee. Und ich bin eine Zeit lang tatsächlich so mit No Teleport rumgelaufen in der Welt, aber selbst da nutzt du dann halt eher die Sachen, die du dir baust. Mhm. Deswegen Pferd ist so. Ja, ich habe einmal bewusst, also nachdem ich quasi die Map freigeschaltet habe, alles bewusst aufs Pferd draufgetan und dann bin ich die offiziellen Wege geritten. Mhm. Mal zu sehen, dass das richtige Hylianer-Urlaubserlebnis. Das finde ich aber schön. Also, so ein richtiger Wanderweg und dann führst du der Stadt rein. Das ergibt schon Sinn, wie das da alles aufgebaut ist. Das habe ich tatsächlich sehr wenig gemacht. Mehr am Anfang und später. Ja, was ich aber noch gemacht habe, war, ich habe bei jedem Drachen einen Ritt gewagt. Oh. Ich bin über einmal die komplette Strecke bei jedem Drachen auf dem Rücken geblieben. Das dauert doch unfassbar lang, oder nicht? Bei den normalen Drachen dauert es ungefähr eine Stunde. Mhm. Was
irgendwie entspannt war, weil dann kommt ja auch immer diese schöne Gedudelmusik. Ja. Aber bei dem Weißdrachen dauert es halt 2,5 Stunden so ungefähr. Und das war schon doll, aber währenddessen habe ich alles bei ihm eingesammelt, was ich halt so für meine Rüstung brauchte. Naja, fantastisch. Ich meine, also wenn er sich auch noch durch die Löcher durchschlängelt und wieder hoch, das hat ja schon mal was, ne? Mhm, das stimmt. So, die Strecke war auch ganz schön. Oh, yes. Damit. Och, da steht ja der im Weg. Oh, nee, ich habe 9. So, also jetzt könnt ihr aber langsam mal aufmachen. Scheiße. Und dann werden wir gleich ankündigen, das 10-Minute Warning. Ja. Das erschwert die Sache aber auch nur minimal. So, Leute, die Stimme aus dem Off spricht wieder. Ihr könnt euch bereit machen für das 10-Minute Warning. Shit. In ein paar Sekunden sind dann die 10 Minuten am Laufen. Da sind sie. Alles klar, danke. So viel Motivation noch. Okay. Ja. Nein, ihr schafft das. Das ist auch nichts mehr. Ihr bringt das noch ganz toll nach Hause. Do it! Ja. Konzentration. Viel ist nicht mehr rauszuholen. Nee. Wollte Matthias jetzt eher auf die Truhen gehen? Oder wollte er, oder ist er jetzt noch an diesen 6 Herzen dran? Das wäre halt echt utopisch. Wir sind jetzt bei 3 Schreien. Er bräuchte nochmal 5 und müsste es noch einlösen. Und das in 9 Minuten. Also. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass er reingegangen ist und hofft einfach, dass 2 Truhen sind. Das ist ja manchmal auch so. Ja. Aber auch das wären nochmal 10 in 9 Minuten. Das stimmt. Excuse, kann mir der noch freigeschaltet werden? Nee. Ja, ich bin gespannt. Aber mein Highlight war, glaube ich, Janis Kutschenrennen und Matthias Turmhochfahrt. Bin auch schon das sehr gespannt, sehr wie sie beide gegenseitig auf ihre Moves reagieren werden. Ja. Wenn wir es den beiden erklären. Möchtest du drüber reden? Ehrlich gesagt, nein. Waffe an Waffe zu fusionieren geht? Trifft der mich auch? Ja, aber doch nur mit der Ultra Hand. Geht das wirklich mit der Synthese? Was? Hi. Okay, das wusste ich nicht. Das wäre der Hack überhaupt. Ja. Yeah. Also. Was? Zählt das? Ach was. Also nicht die, oder? Also ich meine an sich, oder? Nee, das zählt. Das ist kein Blitz, von dem du getroffen bist. Nee? Nee. Gut, du weißt ganz genau, was mit Blitz gemeint ist, also okay, tu nicht so. Ja, gut. Jetzt wird hier auf den letzten Meter noch gecheased, oder was? Also, wenn man es genau. Naja, okay. Nein. Ich akzeptiere das, ist doch okay. Ah, ja. Gut, dann haben wir noch das noch. Bei Matthias. Yes. Ja, komm, das ist jetzt mir wirklich scheißegal. Ja. Das könnte er noch abschließen. Maybe. Oh, da ist noch ein. Da ist eins. Der andere Stuff wird gar nicht erst eingesammelt. Da ist noch, oder? Nee. Ich glaube, das war's. Es reicht doch alles nicht. No. Leider nein. Ja, auf jeden Fall danke, Phil, fürs Nachprüfen. Wenn das so ist, dann wäre das tatsächlich einfacher gewesen. Ich glaube, Janis hatte am Anfang sogar 2 von den Dingern im Inventar gleichzeitig. Ja. Das macht natürlich keinen Unterschied, weil das hätten die Kontrahenten dann auch probieren können sonst. Ja, ja, natürlich. Wenn wir es nicht wissen und keiner von den beiden da oben das wissen, dann negiert sich das Ganze wieder. Miyamoto hat auch keine Ahnung, wenn er fragt. Wobei, Oh, jetzt will er aber sich blitzen lassen.
Ja, das nimmt er noch mit. Das lässt er nicht auf sich sitzen, dass wir das gerade nicht haben durchgehen lassen. Das lässt er nicht auf sich blitzen, meinst du? Stark. Matthias, glaube ich, jetzt doch noch auf dem Weg zu den Sonnenfleckchen. Mhm. Schwupp. Noch nie so schönes Wetter hier gehabt. Da ist auf jeden Fall noch eins. Yes. Aber er geht erst dem Gegner nach. Janis hat ausnahmsweise gutes Wetter in Fjord. Ja, also das ist mal, das da muss man wirklich Glück haben. Das ist eine Leistung auch, wobei... Oh, aber Mayoi, den kann er fertig machen jetzt. Ja. Ich glaube, er hat nur noch das einen. Das wäre der letzte. Ach, das fällst du. Vielleicht blitzt es auch, wenn er dann aus der Hülle wieder raus ist. Stimmt. Stark. Der ist schon relativ stark. Ja. Uff. Deine Bogentasche ist voll. Hätte er doch nur mal vergrößert. Jetzt noch mal gucken nach Sonnenfleckchen. Mhm. Wie viele haben wir da? Ja, geht in Safety Way und guckt danach. 9. Reicht nicht. Es ist auf jeden Fall so eine krass andere Herangehensart, wie, glaube ich, jeder andere Spieler oder jede andere Spielerin dieses Spiel spielen würde, wenn du das als Bingo benutzt. Also dieser permanente Stress ist einfach nichts, was dieses Spiel ausmacht. Das stimmt. Ja, wir haben den beiden das Vergnügen auch nicht matig gemacht in der Zukunft. Einfach, wo sie dann Tears of the Kingdom sehen und dann es zuckt so ein bisschen in der Wade. So, da geht's zur nächsten Himmelsinsel. Allerdings sind es jetzt auch nur noch, gleich sind wir bei der 3-Minute-Warning, die es nicht gibt. Okay, eine Kiste für Janis. Die gibt's nur für uns. Kiste für Janis. Yes. Oh, eine Sonnenfleckcheninsel. Eins. Da war doch noch eins. Da war noch eins. Oh nein. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat er das eine übersehen. Da ist noch eine Tose, Matthias. Jetzt ist es hier verhöhnt noch. Mir ein bisschen leid. Wille Eisen. Gute Truhe. Schmolle sagt, das war was anderes. Aber ich dachte, da wäre noch ein kleines Fleckchen gewesen. Da, steht das nicht da? Ja, auf jeden Fall noch eins. 11. 4 noch, Matthias. Komm schon. Oh, da. 1. 3. 12. Jetzt muss er weiterfahren. Nicht lange fackeln, genau. Auch direkt auf die nächste Insel. Ich dachte, da steht noch eins. Geh da doch nochmal gucken. Wie angestrengt es sein kann, jemandem dabei zuzusehen, Blumen zu pflücken. Ja, ist halt einfach. Stimmt. Oh. Könnte alles so schön sein. Oh, hoffentlich findet er jetzt hier noch. Da liegt das eins. Zwei. Und zwei noch, ja. Ich glaube. Da drüben sind noch, bestimmt. Ja, da sind bestimmt noch welche. Zwei noch. Eins noch. Eins noch. Eins. Und da hat er es. Oh, nein, 15. Oh. Der Ehre wegen. Gut. Sehr gut. Der war wichtig. Ich wollte vorhin noch sagen, dass das so ein Punkt ist, den ich irgendwie unterschätzt habe, die zu finden. Also, weil die sind doch schwerer dann zu suchen. Ja, es geht, wenn man dann einmal einen Punkt gefunden hat. Aber da helfen die Türme natürlich auch enorm. Ja, das stimmt. Alter, es kann nicht sein. Ich erzähle das jetzt trotzdem. Ich bin in Fjordane und ich habe noch nie so schönes Wetter gehabt. Alter, es ist strahlender Sonnenschein. Das kann doch nicht sein. Ich könnte hier rumklettern jetzt wie so ein... Kletter doch ein bisschen. Genau. Ich glaube, das Klettern triggert das bestimmt.
Das könnte halt wirklich sein. Damit man wirklich runterrutscht. Ja, die letzte Minute ist am Laufen. Und Jannis ist tatsächlich zwei. Ich habe so zwei Plätze gefunden, wo es eins gibt. Aber da Aufgaben weiter vorne. Ja. Da hätte ich auch mit dir gerechnet. Wir gucken uns jetzt noch diesen Lava-Exkurs an bei Matthias. Und hoffen, dass es bei Jannis vielleicht doch noch anfängt zu gewittern. Ich habe keinen gefunden. Uff. Genießen einfach die letzte halbe Minute Bingo-Battle für diesen Abend. Aber es wurde vielleicht sogar mit diesem Set neuer Kleidung entschieden. Ja, das war ein wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Sieger kleiden sich nun mal anders. Wir wissen in hylianischem Gewand in diesem Fall. Wir können dann schon gerne mal hochschalten, Regie. Mhm. Ja, und 5, 4, 3, 2, 1. Bompf. 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 Der Bompf war's. Da hat's gebompft. Tja, Leute, Hände weg von den Controllern. Das, damit ist der Bingo-Battle entschieden. Wir haben zwar keine Bingo-Reihe vollgemacht, aber der Vorteil mit mehr gemachten Feldern liegt bei Jannis. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe etwas gegen Matthias gewonnen. Und wie fühlt sich das an? Ein bisschen schwitzig am Rücken. Aber sonst ganz gut. Kannst du Jannis ausmachen, welches der Felder war, wo du denkst, okay, jetzt hier ist das zu meinen Gunsten gekippt? Was hatten wir denn so? Ich glaube tatsächlich, das mit dem Fahrzeug, weil ich dann ja auch definitiv wusste, dass ich die Reihe von Matthias gekillt habe mit den Äpfeln und den Pferden. Ich glaube, das war auf jeden Fall so ein Punkt, wo ich es gemerkt habe. Und dann, dass ich halt im Hinterkopf hatte, okay, ich krieg das mit den Kroxarmen und mit den Reisbällchen noch hin. Und dadurch ging es so ein bisschen flotter. Mhm. Ja, man hat es, glaube ich, das war so ein demoralisierender Schuss vor dem Bug. Direkt früh. Wir haben hier auch nochmal über das Kleidungsset diskutiert. Das habt ihr ja da beide auch gemacht. Und ja, Matthias, wir hatten uns schon gewundert, du hattest wirklich nicht im Blick, dass man auch verkaufen kann. Ich hab's echt vercheckt. Also wir haben noch das Breath of the Wild-Ding habe ich auch nochmal geguckt und dann dachte ich so, ja klar, verkaufen. Stark. Aber es war wirklich, als ich die Hose gekauft habe, dachte ich so, beim Rausgehen aus dem Lager, dachte ich, ach, du hättest auch verkaufen können. Naja gut, jetzt holst du eben erst die Leuchtsamen und dann machst du das, weil er ist da ja gar nicht. Und dann sagte er, er macht gerade das Tor vom Lager auf und ich so, fuck. Und dann teleportiere ich mich zurück und du sagst, ich hab's gerade gekauft. Scheiße. Ja, Matthias, wie hast du jetzt dein Endgame da angegangen? Also hattest du nochmal versucht, die Schreine jetzt fertig zu machen? Was war deine Absicht? Grundsätzlich ja. Also das war als ich hier die Lichtwurzel gemacht habe, das Set und die roten Herzen, war eigentlich der Plan, die Schreine zu machen. Aber als ich jetzt merkte, okay, 10 Minuten Warning und ich habe jetzt 4, war so, okay, in 10 Minuten kriege ich jetzt nicht nochmal 4 Schreine. Das, also habe ich dann noch versucht, irgendwie die Sonnenfleckchen zu machen. Was ja noch geklappt hat. Das habe ich ja immerhin noch hingekriegt, genau. Wir haben sehr mitgesehen. Ich habe gerade auch schon gesagt, ich glaube, niemand hat jemals so angespannt jemandem beim Blumenpflücken zugeguckt. Wie bei diesem Bingo-Battle. Ja. Extrem Blumenpflücken. Far out. Ich hab aber auch das Gefühl, irgendwie, als ich Casual gespielt habe, bin ich häufiger über Höhlen gestolpert. Hm. Ich bin die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen, dachte, jetzt muss doch irgendwo noch eine Höhle am Wegesrand sein. Aber irgendwie, die Höhlen wollten nicht. Nee. Ich hatte eine dann in Hebra und ich habe den scheiß Major nicht gefunden. Deswegen haben wir jetzt 7 von 8. Oh, okay. Also das wäre jetzt auch noch eine knappe Nummer gewesen noch, aber Ja, hattest du, Jannis, die diagonale Reihe im Blick? Weil die wäre ja auch möglich gewesen. Stimmt. Die hättest du noch hinkriegen können. Das war. Nö, hatte ich nicht. Ja gut, es hat ja nicht geschadet. Ach so, nee, aber da war ja das mit der Quest in der Mitte, ne? Und da habe ich von Anfang an gesagt, nee, das wird zu lang gehen, bis ich das dann irgendwie abgefrühstückt habe, bis ich erstmal im Kleeblatt bin und so weiter. Nee, das, habe ich gelassen. Bevor wir euch beide mal entspannen lassen, einmal kurz die Frage noch so, Matthias. Wirst du Tears of the Kingdom in der nächsten Zeit normal genießen können oder ist da noch PTSD dann übrig? Ein bisschen, ja. Ich glaube, ich freue mich aber auch einfach wieder auf meinen Endgame-Speicherstand, wo ich ein bisschen schneller, länger laufen kann und ein bisschen weiter klettern kann und ein bisschen mehr aushalte. Da freue ich mich jetzt sehr drauf. Sei froh, dass du ein Safe hast, meines auf dem Redaktionsgerät drauf.
Nicht mehr. Nicht mehr drauf. Nein, ich weiß es nicht. Heißt du Janina, oder? Ich musste das ja vorbereiten. Warum löscht ihr alle meine Save? Du hättest einen anderen Account nehmen können. Habe ich bestimmt. Ganz einfach. Und ja, das wirst bei dir, wirst du es genießen können, weil ich meine, du hast ja auch schon 200 plus Stunden gesagt, die du investiert hast, ne? Ja, ich habe auch eigentlich nichts mehr, was ich in dem Spiel noch machen kann, außer einen Ort zu erkunden, damit ich von meinen 99,04% dann die letzten irgendwie noch habe, damit es dann endlich voll ist. Aber ich finde diesen Ort nicht darum. Alles klar. Dann, wir lassen euch mal jetzt entspannen, sagen euch noch ein großes Danke und herzlichen Glückwunsch für diese tolle Sendung, die ihr uns präsentiert habt. Und beim nächsten Mal dann blindfolded. Ja. Ja, uns hat es wirklich viel Spaß gemacht, euch zuzugucken. Sehr gut. Vielen Dank. Danke, dass ihr das gemacht habt und ich werde es später nochmal gucken, damit ich auch weiß, was ihr Tolles gemacht habt. Was ihr über uns gelästert habt. Oh Gott. Okay, tschüss. Ciao an euch. Und hier natürlich extra großer Dank dann natürlich an Sarah und Esther, die das schön alles hier vorbereitet haben. Es ist immer sehr viel Aufwand, gerade nochmal mit der Vorbereitung und dem Raussuchen der Bingo-Felder. Aber man sieht, wenn dann so ein Wettbewerb dabei entsteht, also für euch dann auch nochmal ein kleiner Klatscher hier. Das war vor allem Sarah. Ach. Danke, dass du auch da warst, Gregor. Und ich war auch dabei. Gregor war auch da. Ah, da wird noch geklatscht. Ja, ja, so kriege ich meine, Nummern hoch für Auftritte. Damit ich beim Rap dann lande. Und natürlich ganz großer Dank an die Leute hinter den Kulissen, weil das muss natürlich auch mit den beiden Studios, mit der Vorbereitung, mit den Hin- und Herschalten dann gemacht werden. Und ja, danke, dass es wieder mal so gut geklappt hat. Und zu guter Letzt an euch da draußen. Und wir sagen auch noch mal, ich habe so viele Dankes jetzt verteilt, aber an die Leute im Supporters Club. Ja, ihr könnt unter anderem da auch diesen Link gerne verwenden, um den Sender hier mit den vielen Formaten zu unterstützen. Für alle Leute, die es machen, sagen wir das 27. Danke jetzt hier heute in der Show. Und ich würde sagen, wir sagen gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ja, wir sehen uns morgen im Kneipenquiz. Ciao.